Wir sind live. Meine Damen und Herren, guten Abend, guten Tag. Mein Name ist Oliver Kukinski. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem Bürgerdialog der Deutschen Bahn zum Neu- und Umbau der Ausbaustrecke Leipzig-Dresden im Abschnitt Kottewitz-Weinböhler. Meine Damen und Herren, wir haben uns heute vorgenommen, Ihnen dieses Projekt detailliert vorzustellen und auch Ihre Fragen zu beantworten. Vorweg, sollte uns das nicht gelingen, dass wir alle Fragen beantworten können, dann haben Sie die Gelegenheit, später in dem zuständigen, also im Bauinfoportal der Bahn, dort nachzuschauen. Da werden dann Ihre Fragen detailliert beantwortet. Das heißt also, wenn es uns nicht gelingt, alle Fragen zu beantworten, ist das die Möglichkeit. Wie gehen wir heute vor? Ganz wichtig am Anfang, ich nehme mal den Präsenter zur Hand, ein paar Hinweise, wie das Ganze technisch funktioniert. Erstmal die Begrüßung, dann wird Ihnen dieses Projekt detailliert vorgestellt. Dann haben Sie die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und ich habe zwei versierte Experten hier, die die Fragen dann beantworten. Sie können die Fragen im Chat eingeben und ich werde sie dann an die Experten stellen. Die Experten dann sie beantworten. Und Sie können auch im Chat dann, wenn Sie möchten, gerne weiter nachfragen. Wie funktioniert diese Veranstaltung? Erstmal ein bisschen eigenartig, dass ich Ihnen das sage, aber diejenigen, die mich nicht hören, die können das jetzt lesen auf der Präsentation. Die Herausforderung besteht darin, dass Sie auf Ihrem Rechner den Sound anschalten. Sie brauchen kein Mikro und keine Kamera, denn Sie haben ja die Gelegenheit, die Fragen über den Chat einzugeben. Wie funktioniert das mit dem Chat? Da gibt es hier unten ein Feld, dort können Sie die Frage eingeben. Über diesem Feld können Sie Ihren Namen eingeben, das wäre ganz schön, dann wissen wir, von wem sind diese Fragen gekommen, können Sie vielleicht auch noch direkt ansprechen. Und dann müssen Sie die Frage aber auch abschicken. Wenn Sie die Frage abgeschickt haben, landet sie in der Regie und die Kollegin, meine Kollegin in der Regie, wird diese Frage dann hier aufbereiten, vorbereiten, vielleicht auch ein paar Fragen sammeln, sodass wir die gemeinsam hier beantworten können. Das ist Inga Britt Keil, die in der Regie die Fragen sortiert und sammelt, zusammenstellt und uns dann hier hineingibt. Was brauchen Sie? Sie brauchen einen modernen Browser. Ich glaube, den haben Sie, sonst würden Sie uns jetzt gar nicht sehen. Da sind die Browser Firefox, Chrome oder Edge ganz gut. Oder wenn Sie einen Apple haben, Safari. In der jeweils neuesten Version, dann funktioniert es am besten. Also wenn das irgendwie jetzt hakt oder so, vielleicht, falls Sie haben, noch ein anderes Gerät dazu. Wichtig ist uns, dass wir hier im gegenseitigen Respekt miteinander umgehen. Also auch wenn Sie Ihre Fragen stellen, wäre es schön, Sie machen das in einem freundlichen Ton. Ich verspreche Ihnen, wir werden auch in einem freundlichen Ton antworten. Ironie und Humor, ich habe es jetzt mal ein bisschen versucht, das kommt gar nicht so gut an bei solchen Online-Dialogen, lassen wir heute weg. Ein bisschen schade, aber wenn wir uns bei dem nächsten Projekt dann mal live in einer Kneipe vor Ort treffen, dann ist das wieder möglich. Jetzt in Corona-Zeiten leider nicht, aber immerhin können wir uns ja hier digital treffen und das ist ja auch schon sehr wertvoll. So, mit wem haben Sie es heute zu tun? Außer mit mir, der da ganz unten steht. Ich freue mich sehr, dass Ulrich Nölke da ist. Herr Nölke, guten Tag. Sie sind Leiter des, des Portfolio Dresden-Zwickau der Deutschen Bahn Netz AG. Wie viele Projekte haben Sie denn in Ihrem Portfolio, die Sie da so betreuen? Ja, das Netz, die Netze Dresden-Zwickau, die gehen ungefähr von Reichenbach bis nach Görlitz und von der tschechischen Grenze bei Maschandau bis nach Riesa ungefähr. Ja, das sind zurzeit etwa 150 bis 200 Infrastrukturprojekte, die ich betreue mit einem Team von 60 Mitarbeitern. Kommen Sie mal ruhig ein bisschen näher, dann sehen die anderen Sie dann besser, dann kann auch die andere Kamera auch so ziehen. Sind wir das unter den Corona-Bedingungen alles machen? Wir sind alle getestet, das muss man nochmal dazu sagen, heute hier in dieser Veranstaltung, deswegen dürfen wir auch ohne Masken miteinander sprechen. Dankeschön, das ist ein wichtiger Hinweis. Ja. Genau. Die Frage ist, dieses Projekt, das wir heute vorstellen, welche Bedeutung hat denn das in diesem Ihrem Gesamtportfolio oder eben auch in diesem Ausbau zwischen Leipzig und Dresden? Ja, also das Projekt Leipzig-Dresden ist ja ein Projekt, das gibt es schon sehr lange. Das ist seit 1992 ist das Projekt aufgelegt worden, arbeitet die Deutsche Bahn an der Realisierung. Und das ist ein sehr wichtiges Projekt für den Fernverkehr, vor allem zwischen den zwei Metropolen Leipzig und Dresden. Und man muss das klar sagen, nicht nur für diese Strecke, sondern auch für die Strecke zwischen Berlin und Dresden. Denn in dem Abschnitt, den wir heute uns anschauen werden, laufen ja zwei Fernverkehrslinien drüber, und zwar die von Leipzig nach Dresden und die von Berlin nach Dresden.
Und dieses Projekt ist deswegen so wichtig, weil nach wie vor ein großes Ziel der Deutschen Bahn ist, gemeinsam mit dem Bund, der dieses Projekt initiiert hat und auch finanziert, die Reisezeiten für die Personen, für den Personenverkehr, aber nicht nur für den Fernverkehr, sondern auch für den Regionalverkehr und für den Güterverkehr deutlich zu reduzieren, die Leistungsfähigkeit der Strecken zu erhöhen. Und das ist für uns auch derzeit ein sehr wesentlicher Beitrag für die starke Schiene, die wir nun wirklich nun mal in diesem Jahrzehnt und in den folgenden mit sehr, sehr viel Geld vom Bund umsetzen wollen. Und unser Abschnitt heute hier ist ein Kernabschnitt auf der Strecke. Wenn wir den gelöst haben, ist das Projekt eigentlich dann fertig. Super. Gleichzeitig, vor Ende der 20er Jahre dieses Jahrhunderts, werden die Bagger nicht antworten. Das dauert noch ein paar Jahre. Warum machen wir dann jetzt schon so früh diesen Bürgerdienst? Ja, wir werden im Verlauf des Dialogs nochmal darauf zurückkommen. Die Terminschienen, die Terminaussichten sind sehr, sehr weit in der Zukunft. Wir werden sicherlich nicht vor Ende dieses Jahrzehnts mit den Bauarbeiten beginnen können. Warum machen wir das jetzt? Weil wir sehr, sehr zeitig in den Dialog eintreten wollen mit dem Bürger, mit den Betroffenen, mit den Kommunen. Also das ist nicht nur eine Frage der Bürgerbeteiligung, sondern natürlich auch eine Frage der Beteiligung der Kommunen und Organisationen. Wir wollen jetzt Informationen einsammeln, wir wollen jetzt die Chancen, aber auch die Risiken des Projektes erfassen. Und da ist dieser Dialog ein sehr, sehr wichtiges Format dafür, weil wir diese Erkenntnisse in unseren Planungen einfließen lassen wollen. Und nur wenn wir das zeitig machen, können wir auch effiziente Lösungen finden, die möglichst allen Forderungen gerecht wird. Wir werden nicht alle Wünsche erfüllen können, das ist auch klar. Aber umso eher wir uns auf die Situation einstellen können, umso besser können wir darauf reagieren. Das ist ja unser Ziel und auf diesem Format sind wir seit ein paar Jahren sehr erfolgreich. Das heißt, also wenn jetzt Fragen gestellt werden, die sehr detailliert sind, kann es sein, dass sie noch nicht beantwortet werden können, weil sie noch in der Vorplanung sind. Das ist ganz selbstverständlich, sie sind in der Vorplanung. Also das ist noch nicht so sehr ausgereift und sehr vertieft. Das werden wir nachher auch im Vortrag noch hören. Aber wir sind schon in der Lage, die wesentlichen Kernfragen des Projektes, Betroffenheiten, Auswirkungen, Folgen zu beschreiben. Und daraus jetzt aus dem Feedback, das wir bekommen, auch entsprechende Konsequenzen auch unter Umständen abzuleiten. Dankeschön, Herr Merke. Und ja, wir haben eben schon gehört, Sie haben etwa 150 Projekte in Ihrem Portfolio. Sie können nicht so tief ins Detail gehen, haben uns deshalb den Projektleiter für diesen Abschnitt zwischen Dresden und Leipzig mitgebracht. Das ist Herr Enzmann. Selbstverständlich, nur Experten. Genau. Und Herr Enzmann wird die Präsentation machen. Sie bleiben aber hier und stehen nachher eventuell für Fragen, die über das Spektrum von Herrn Enzmann hinausgehen, auch noch zur Verfügung. Ja, sehr gerne. Alles klar, danke schön, Herr Löcke. Danke. Dann bis nachher und meine Damen und Herren, ich begrüße Herrn Lars Enzmann. Herr Enzmann, hallo, schön, dass Sie da sind. Sie sind jetzt tatsächlich der Experte für dieses Projekt und Herr Löcke hat schon gesagt, wie wichtig dieses Projekt ist. Sie haben uns eine intensive Präsentation mitgebracht. Und bevor Sie aber jetzt starten, ich habe es früher noch mal gesagt, noch mal mein Hinweis an Sie, meine Damen und Herren. Sie haben die Gelegenheit, hier unten in dieses Feld Fragen einzugeben, darüber Ihren Namen einzutragen und dann müssen Sie auf Abschicken klicken. Dann landen die Fragen bei der Kollegin in der Redaktion. Außerdem haben Sie die Gelegenheit, wenn Herr Enzmann gleich in der Präsentation anfängt, ich mache mal schon mal einen Schritt weiter und gebe Ihnen den Präsenter, wenn er gleich in der Präsentation anfängt, können Sie, da gibt es so einen Doppelpfeil, die Präsentation groß machen. Dann sehen Sie Herrn Enzmann und mich nicht mehr, sondern nur die Präsentation. Ist aber in dem Moment vielleicht auch spannender. Und wenn Sie das wieder unterbrechen wollen, drücken Sie einfach auf die Escape-Taste Ihres Computers. Dann wird die Präsentation wieder klein und Sie sehen wieder die beiden Bildschirme und können dann im Chat auch wieder Fragen eingeben. So, ja, das waren so die wichtigen technischen Dinge. Und ja, das waren die wichtigen technischen Dinge. Und jetzt, Herr Enzmann, geht es im Grunde schon los. Geben Sie uns doch mal einen Einblick in dieses Projekt und worum geht es eigentlich, wo findet das Ganze statt? Und diese Informationen, die Sie jetzt hören, wenn die schon zu Fragen führen, können Sie gleich in Echtzeit die Fragen eingeben. Also Sie müssen nicht bis zum Ende warten, sondern geben Sie ruhig gleich die Fragen ein, auch wenn wir sie vermutlich erst dann am Ende beantworten. Gut, vorher frei, Herr Enzmann. Vielen Dank, Kubinski. Bevor wir in den Abschnitt Kotteplitz-Werndöhler einsteigen, möchte ich gerne das Gesamtprojekt, die Ausfahrtstrecke Leipzig-Dresden, noch etwas detaillierter vorstellen. Herr Möge hatte es bereits erwähnt, es ist ein
Projekt, was schon relativ lange in der Planung und im Bau ist, seit 1992, ist ein Verkehrsprojekt der Deutschen Einheit. Ist zu einem großen Teil auch fertiggestellt. Sie sehen, wenn die Karte alles, was rot durchgängig eingezeichnet ist, ist bereits auf eine Geschwindigkeit von 200 km/h ausgebaut. Es gibt aber noch einige Lücken. Bevor wir zu der Lücke Kottelitz-Weinböhler kommen, hier in der Lupe hervorgehoben, würde ich ganz kurz nochmal auf die anderen Lücken eingehen. Wir hätten da links davon hier auf der Karte zwischen Weißig und Glaubitz eingezeichnet, den Abschnitt Zeithain-Necklitz, der sich im Moment schon im Ausbau befindet und in den nächsten bereits für 200 km/h ausgebaut wird. Weiter westlich davon befindet sich der ganze Komplex Knoten-Rieser. Dazu gab es ja im November schon mal einen Bürgerdialog. Auch hier sind wir im Moment noch hochmachen und wollen das Projekt so weit vorantreiben, dass wir zum Ende des Jahrzehnts mit dem Bau beginnen können. Und der auf der Karte kaum zu erkennen, ganz kurz vor dem Dresdner Hauptbahnhof, ganz rechts unten sozusagen, befindet sich noch ein Kreuzungsbauwerk, relativ unscheinbar, aber nicht weniger anspruchsvoll. Direkt vor dem Hauptbahnhof soll das Kreuzungsbauwerk im nächsten Jahr von 2023 bis 2026 umgebaut werden und damit zusammen mit dem Abschnitt Kottelitz-Weinböhler die letzten Korridorlücken auf der Strecke Leipzig-Dresden geschlossen werden. Wofür machen wir das Ganze? Das Ausbauziel der Strecke Leipzig-Dresden ist erstmal grundsätzlich ein Ausbau auf 200 km/h und natürlich damit eine Verbesserung der Verkehrsverbindung zwischen den Metropolen Leipzig und Dresden, eine Verbesserung der Anbindung des Wirtschaftsraums Sachsen an das Hochgeschwindigkeitsnetz und letztlich natürlich globaler gesehen eine Verbesserung der gesamten Infrastruktur, der regionalen Nahverkehr und auch eine Verbesserung der Attraktivität und Entlastung bestehender Strecken. Bevor wir in den Abschnitt Kottelitz-Weinböhler direkt kommen, müssen wir noch ein Stückchen in die Historie gehen. Letztendlich ist diese Streckenbegradung Kottelitz-Weinböhler, um die es heute hier geht, die Fortsetzung einer Idee, die bereits in den 90er Jahren geboren wurde. Es gab ein Raumordnungsverfahren, was als Ergebnis herausgearbeitet hatte, dass die beiden parallel verlaufenden Strecken Berlin-Dresden und Leipzig-Dresden in einer Verbindungskurve miteinander verknüpft werden und in der Folge nur eine Strecke für den schnellen Fernverkehr von 200 km/h ausgebaut werden muss. Diese Verbindungskurve ist bereits im Jahr 2010 errichtet worden und in Betrieb gegangen. Und auf der Karte hier auch zu sehen, im südlichen Bereich, im Bereich Weinböhler, ist ebenfalls schon ein Ausbau erfolgt, ebenfalls mit Geschwindigkeit 200, sodass zwischen diesen beiden Abschnitten noch eine Lücke verbleibt, wo die Züge heute im Bestand mit einer Geschwindigkeit von 120 km/h um den Koppelsberg herum fahren. Drängt sich das Blick auf die Karte förmlich auf, dass das energetisch wenig sinnvoll ist, dass die Züge durch die langen Brems- und Beschleunigungsvorgänge sehr viel Energie verlieren, dass die Effekte aus den bereits ausgebauten Abschnitten im Moment gar nicht genutzt werden können. Und deswegen ist es naheliegend, diese Idee zu Ende führen und auch den verbleibenden Abschnitt Kottelitz-Weinböhler für 200 km/h auszubauen. Und bei dieser Geschwindigkeit sind nur geringe Kurvenradien möglich, deswegen muss zwingend eine Begreifung erfolgen. Und auf der Karte sieht man es sehr schön. Diese Begreifung geht genau durch den Kogelsberg und erfordert an dieser Stelle eine Folge. Herr Insmann, wir bekommen gerade den Hinweis, dass es gut wäre, wenn wir etwas lauter sprechen. Okay. Also wir haben da wohl, die Technik hat uns das gerade eingegeben, gerne ein bisschen. Danke. Wir haben, bevor Sie jetzt auf diese Folie gehen, wenn ich mich recht entsinne, noch ein kleines Video vorbereitet. Dieses Video, das haben Sie uns mitgebracht, da geht es, das ist praktisch die Fahrt durch die Neubaustrecke von Norden nach Süden, richtig? Genau, wir haben für den gesamten Planungsabschnitt ein 3D-Modell erstellt und aus diesem 3D-Modell konnten wir eine virtuelle Zugfahrt in beide Richtungen generieren. Wir würden jetzt zum Einstieg in die Präsentation virtuelle Zugfahrt von Nord nach Süden. Ja, spannend. Dann starten wir mal diese Zugfahrt. Wir haben die hier auch in unserem Monitor hier im Studio. Müsste jetzt gleich starten. Da sieht man es ganz genau. Das ist jetzt nämlich mal noch die bestehende Strecke, nur ertüchtigt. Richtig, das ist die bestehende Strecke im Bereich von Bahnhof Böhler. Jetzt kommt aber gleich der Abzweig, wo die Neubaustrecke von der Bestandsstrecke abweicht. Hier ist die Straße und hier rechts im Bild zu sehen die
Bestandsstrecke, wo die Züge heute lang fahren. Das ist diese Beule, die man dann auf der Karte eben sehen konnte. Genau. Wird denn diese Strecke weiter bestehen bleiben? Die Strecke wird komplett zurückgebaut. Die Gleise, die sämtliche Anlagen werden zurückgebaut, die Strecke wird nicht mehr genutzt. Was mit dem Bahnkörper passiert, das ist noch Bestandteil weiter. Und diese Brücken, die wir da jetzt sehen, das sind alles Neubaubrücken. Die gibt es ja im Moment noch nicht, weil die braucht es ja auch noch nicht. Genau, das sind Wege, die hier geschnitten werden und praktisch Ersatz geschaffen werden für die Eisenbahn, für die neue Eisenbahnkreuzung. Und jetzt hat sich das schon ziemlich tief ins Gelände eingeschnitten. Ist das jetzt schon die Zufahrt zum Tunnel oder sind das auch noch weiter möglich? Vor dem nördlichen Tunnelportal kommt ein längerer Einschnittbereich, durch den sind wir hier gerade runter durchgefahren. Wie hoch ist denn dieser Hügel eigentlich, durch den der Zug da fährt? Der Hügel etwa 15 Meter. Das ist nicht wenig. Wir untersuchen da auch nochmal eine alternative Lösung und nach der weiteren Präsentation nochmal. Mhm. So, jetzt fährt der Zug hier unterirdisch, da beschleunigt die Technik. Genau, wir haben das etwas beschleunigt, weil ja im Bereich des Tunnels relativ gut spektakulär ist. Und da kommt uns jetzt auf der anderen Seite ein Zug entgegen, aber der hat eine eigene Röhre, nicht? Beide Richtungen in verschiedenen Röhren. Genau, aus Sicherheitsgründen müssen Tunnel dieser Länge, also ab 500 Meter, aus zwei Röhren bestehen. Mhm. Und dadurch ergibt sich das zwangsläufig, dass der Gleisabschnitt aufgeweitet wird und die beiden Gleise eine eigene Röhre bekommen. Jetzt sieht man rechts und links Lärmschutzwände, da das Neubaustrecke ist, müssen die da gebaut werden, tatsächlich überall, auch hier in der Landschaft? Das ist letztlich Ergebnis der Planung, der schalltechnischen Untersuchung, die wir in der Planung durchführen. Es wird auf jeden Fall in der großen Ausmaß Lärmschutzwände geben, vielleicht nicht ganz in diesem Ausmaß, wie es hier abgebildet war, weil wir auch an Stellen die Lärmschutzwände dargestellt waren, wo gar keine Bebauung ist. Das hängt damit zusammen, dass diese Visualisierung zu einem Zeitpunkt entstanden ist, wo wir mit der Planung noch gar nicht so weit waren. Das wird im Zuge der weiteren Planung noch präzisiert, aber überall da, wo Wohnbebauung besteht, wird auch Schallschutz vorgesehen. Ja, und schon sind wir durch dieses neue Gebiet. Dankeschön. Herr Enzmann, dann gibt es jetzt die Gelegenheit für Sie, uns nochmal detailliert diese Planung vorzustellen. Und wie gesagt, Sie haben eine Präsentation dafür mitgebracht und ich möchte vorweg schon mal verraten, wir werden nachher nochmal eine zweite Zugfahrt erleben und zwar dann aber in die andere Richtung. Dankeschön. Herr Enzmann, bitteschön. Ja, was sind die Ziele und der Nutzen des Projektes Kotterwitz 2 in Müller? Nochmal zusammengefasst, was ich im Prinzip schon angedeutet hatte, es geht darum, auf gleich zwei Hauptverkehrsverbindungen, nämlich Berlin-Dresden und Leipzig-Dresden, die Reisezeit zu verkürzen durch den Ausbau von 200 km/h. Es geht weiterhin darum, einen zeitgemäßen technischen Standard zu schaffen, die TSI-Norm zu erfüllen. Die Voraussetzung ist für internationalen Zugverkehr. Wir wollen weiterhin dafür sorgen, dass die bereits für 200 km/h ausgebauten angrenzenden Abschnitte auch wirklich verkehrlich genutzt werden können. Und letztlich wollen wir die Ausbaustrecke Leipzig-Dresden als Verkehrsprojekt der deutschen Einheit stellen, diesen letzten Abschluss erstellen. Dann eine Frage, die sich vielleicht dem einen oder anderen aufdrängt, warum soll die Strecke begradigt werden, nicht die Bestandsstrecke ausgebaut werden. Dazu können wir sagen, wir haben auch den Ausbau der Bestandsstrecke als Variante in der Planung untersucht. Es ist allerdings so, dass auf der Bestandsstrecke keine Geschwindigkeit von 200 km/h möglich ist, aufgrund der Kurvenradien. Es ist so, dass die Fernverkehrszüge der ICE sehr lange Brems- und Beschleunigungswege hat, sodass die Effekte aus den angrenzenden Abschnitten dann zu tragen kommen, wenn wirklich lange durchgehende Abschnitte auf 200 km/h ausgebaut werden. Deswegen ist diese Variante zwar betrachtet worden, aber letztlich nicht die vorzugte Variante. Jetzt, wir bekommen gerade nochmal den Hinweis von den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass wir gebeten werden, lauter und deutlicher zu sprechen. Da haben wir so ein tontechnisches Problem, da müssen wir ein bisschen mehr drauf achten. Okay. Gut, wie weit sind wir in der Planung? Herr Mölke hat es bereits angedeutet, wir sind eine Planung, ist ein mehrstufiger Prozess. Wir sind in der ersten Planungsphase der Vorplanung. Hier werden alle Grundlagen für die weitere Planung geschaffen. Es erfolgen Variantenuntersuchungen zu verschiedenen Details. Es wird die Trassierung der genauen Streckenverlauf festgelegt. Es werden Baugrunduntersuchungen durchgeführt, die letztlich
und in die Planung wieder einfließen, Vermessungen durchgeführt und so weiter. Und am Ende der Vorplanung wird eine vollständige Planungsunterlage vorliegen, die für jede untersuchte Variante eine Vorzugsvariante enthält und wo dann mit Bestätigung der Vorplanung letztlich die Grundlage für die weitere Planung gelegt wird und letztlich auch die Grundlage für die weitere Projektumsetzung. An der Stelle auch der Hinweis, eine Kostenschätzung ist natürlich ebenfalls Bestandteil der Vorplanung, wird aber erst am Ende der Vorplanung vorliegen. Jetzt würde ich noch mal etwas tiefer in die technischen Details einsteigen. Ich hatte schon erwähnt, dass der Abschnitt sowohl auf der Relation Leipzig-Dresden als auch der Strecke Berlin-Dresden liegt und von beiden Relationen profitiert. Die Planungsgrenzen sind im Süden die Grenzstraße in Niederau und im Norden die Naumhofer Straße in Röhla bzw. Priesteritz. Die vorhandene Strecke hat eine Länge von 6,8 Kilometer und die Geschwindigkeit ist aktuell 120 km/h. Mit der Streckenbegradigung würde sich die Strecke um 1,1 Kilometer verkürzen und der Tunnel, die beiden Tunnel wurden, hätten eine Länge von 2,2 Kilometer. Herr Kuklinski hatte es bereits angesprochen, im nördlichen Bereich verläuft die Strecke in einem Einschnitt nördlich des Tunnelportals. Alternativ untersuchen wir noch eine weitere Lösung in Form eines kurzen zusätzlichen Tunnels. Dazu kommen wir nochmal auf die folgende Folie. Und ganz klar, Geschwindigkeit, Entwurfsgeschwindigkeit ist 200 km/h für diesen Abschnitt. Ja, nochmal zu den Tunnelröhren im Detail. Länge 2,2 Kilometer, zwei Röhren hatten wir bereits erwähnt, aufgrund der Sicherheitsvorschriften. Die sorgen auch dafür, dass wir hier sogenannte Querschläge, also Verbindungen zwischen den Tunnelröhren herstellen müssen. Es gibt insgesamt vier Rettungsquerschläge, zwei Technikquerschläge. Der Abstand der beiden Röhren zueinander wird etwa 20 Meter, das mehr als 20 Meter betragen. Dieser Abstand resultiert daraus, dass diese Tunnelröhren aus Beton hergestellt sind und einen bestimmten Durchmesser haben und sich daraus der Mindestabstand von 20 Metern ergibt. Die Vortriebstechnologie wird erst am Ende der Vorplanung endgültig feststehen. Wir gehen im Moment davon aus, dass sich aufgrund des relativ kurzen Tunnels eine Tunnelbohrmaschine nicht rechnet, dass das also im klassischen Sprengvortrieb hergestellt wird. Aber wie gesagt, wird das am Ende der Vorplanung natürlich feststehen. Hens, ich sehe jetzt hier gerade diese Groß-Dobritzer Straße, die klingt ja so interessant ab. Ist das schon die letztendliche Planung? Nein, das ist eine Variante, die wir untersucht hatten, die wir auch zuerst untersucht hatten für die Straßenführung der Groß-Dobritzer Straße. Man sieht das ja schön, dass die Gleise diese Groß-Dobritzer Straße zerschneiden. Es muss also eine Ersatzlösung geschaffen werden. Die erste Variante, die wir entwickelt hatten, war eine Verlegung dieser Groß-Dobritzer Straße in diesem Bereich und das Führen dieser Straße über die beiden Tunnelportale, die wir bei diesem Bild zu sehen. Alternativ haben wir jetzt noch eine zweite Variante entwickelt, die wahrscheinlich die Vorzugsvariante werden wird. Die belässt praktisch die Kreuzung an der vorhandenen Stelle und führt die Groß-Dobritzer Straße unter den Gleisen durch parallel zu dem Bach. Also hier sieht man dann auch, wir sind wirklich in der Vorplanung, wir sehen hier teilweise Visualisierungen und Pläne, die eben noch nicht der allerletzte Stand sind, sondern jetzt ist wirklich noch in der Mache und in der Abstimmung auch mit den Kommunen. So ist es. Mhm. Ein Detail möchte ich gerne noch hinweisen. Es ist hier, wenn man genau hinschaut, gut zu sehen, die südlichen Tunnelportale sind künstlich praktisch in Richtung Süden verlängert worden und überfüllt. Das ist dieser dunkelgrüne Bereich, der sich dort anschließt. Das hat mehrere Gründe. Zum einen werden damit die schalltechnischen Auswirkungen minimiert. Und zum anderen werden da auch die Auswirkungen auf die Umwelt, weil sich praktisch eine Verlängerung der Tunnelachse neben der Tunnelachse links und rechts Kürzungsgebiete befinden, die einen sogenannten Sachhandel, die wir irgendwie auch schützen können. Weil diese Lösung entstanden ist, ist auch als sehr gute Lösung befunden worden. Ja, hier sehen wir im Bild das nördliche Tunnelportal bei Groß-Dobritz. Sehr schön zu sehen, erstmal das Tunnelportal und davor, wenn man genau hinschaut, der Rettungsplatz, der aus Sicherheitsgründen notwendig ist. Dann weiter von da aus dieser Einschnitt, wo die Strecke quasi tiefer als das Gelände liegt. Das ist genau der Bereich, wo
beinhaltet, die auch immer eine sehr kurze Länge haben, von maximal 5 Stunden. Und damit auch für beide Gleise zugelassen sein. Viel mehr als an der Stelle noch nicht zu sagen, weil wir hier wirklich noch in der Variantenuntersuchung sind. Die Varianten werden, wenn sie fertig durchgeplant sind, dann gegenübergestellt, bewertet. Und letztlich wird es dann eine Vorzugsvariante geben. Hier ist nochmal das südliche Tunnelportal zu sehen. Es ist natürlich so, dass eine Maßnahme diesen Umfangs immer auch Betroffenheiten erzeugt. Hier ist ganz konkret zu sehen, dass wir auch Grundstücke berühren und an einer Stelle auch ganz konkret ein Gebäude treffen. Mit den unmittelbar betroffenen Eigentümern dieses Gebäudes haben wir bereits Kontakt aufgenommen und sind hier bestrebt, eine einvernehmliche Lösung herzustellen. Mit allen anderen Betroffenheiten, mit allen anderen Eigentümern, wo es hier noch Betroffenheiten gibt, wo Teile des Grundstücks vielleicht bauzeitlich oder auch permanent benötigt werden, werden wir in Kürze Kontakt aufnehmen oder vielleicht auch erst in einer späteren Planungsphase, weil wir einfach für bestimmte Details, beispielsweise Baustraßen, im Moment noch gar nicht die Planungstiefe erreicht haben. Da wird es auch in Zukunft noch Gespräche geben, aber wie gesagt, mit den unmittelbar betroffenen Eigentümern haben wir ja an dieser Stelle schon gesprochen und sind bestrebt, eine schnelle Lösung und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Ja, hier beispielhaft nochmal das Thema Lärmschutz. Als erstes muss man feststellen, der Tunnel sorgt natürlich von sich aus schon für einen hervorragenden Lärmschutz. Wenn der Zug im Tunnel ist, ist er nicht zu hören. Im südlichen Bereich wird es in Größenordnungen Lärmschutzwände geben. Wie hoch die sind, wie lang ganz genau, das ist Bestandteil der weiteren Planung. Wir haben im Moment einen ersten Entwurf vorliegen, der ist noch in der Prüfung, wird dann auch nochmal überarbeitet im Zuge der späteren Planungsphase untersetzt. Und deswegen können wir das im Moment noch nicht ganz genau angeben, aber überall dort, wo Häuser stehen, wird es innerhalb der Ausbaugrenzen auf jeden Fall Lärmschutzmaßnahmen geben. An der Stelle auch der Hinweis, dass die Güterzüge, die ja in der Regel für den größten Lärm sorgen, seit Ende 2020 bereits mit Flüsterbremsen ausgerüstet sind und dass auch praktisch unter diesem Aspekt heute schon eine Verminderung der Lärmemission zu beobachten ist. Dann würde ich jetzt an dieser Stelle nochmal auf die Eisenbahnkreuzungen eingehen. Eisenbahnkreuzungen sind praktisch alle Kreuzungen, wo sich die Schiene mit Straßen oder Wegen treffen. Zum einen haben wir diesen Bahnübergang Forststraße in Niederau. Der ist aufgrund der Ausbaugeschwindigkeit von 200 km/h muss der zwingend beseitigt werden, weil bei dieser Geschwindigkeit aus Sicherheitsgründen keine Bahnübergänge mehr zugelassen sind. Wir haben ja zwei Varianten untersucht. Die erste Variante war eine reine Personenunterführung mit einer Radwegfunktion. Die haben wir dann nochmal ergänzt um eine zweite Variante, die für uns auch die Vorzugsvariante darstellt, die eine kombinierte Eisenbahnüberführung mit einem, also für eine Eisenbahnüberführung mit einem, mit einer Straße und einem kombinierten Geh- und Radweg seitlich beinhaltet. Hier sind wir auch in Abstimmung mit der Gemeinde Niederau, die auch die Variante 2 befürwortet. Alles Weitere wird dann die weitere Planung ergeben. Die nächste Kreuzungsmaßnahme ist die Groß-Dobritzer Straße in Niederau. Hier ist auch die alte Eisenbahnbrücke zurückgebaut werden und die neue Planung beinhaltet zwei Varianten. Ich hatte es schon erwähnt, einmal diese Straßenführung oberhalb des Tunnelportals und als zweite Variante aus heutiger Sicht wahrscheinlich die Vorzugsvariante, die Straßenführung so zu belassen, wie sie heute ist und die Trasse praktisch über die Straße hinwegzuführen, beziehungsweise die Straße unter den Gleisen hindurchzuführen. Die nächste größere Eisenbahnkreuzung ist die Groß-Dobritzer Straße in Priestewitz. Die Groß-Dobritzer Straße gibt es ja zweimal, einmal im Norden und einmal im Süden. In der Variante 1 würden wir eine neue Brücke bauen und in der Variante 2, das wäre praktisch dieser kurze Tunnel, den ich eben schon erwähnt hatte. In der Variante 2 wäre diese Brücke nicht notwendig, weil die Straße bereits über diesen Tunnel geführt werden könnte. Ja, so viel zu den Eisenbahnkreuzungen. Wir sind hier in Abstimmung mit den zuständigen Straßenbaulastträgern und werden das in gemeinsamer Abstimmung weiter vorantreiben, diese Planung.
Ja, natürlich sind mit so einem Vorhaben auch Umweltauswirkungen verbunden. Diese werden im Zuge unserer Vorplanung ausführlich untersucht. Wir haben einen eigenen Umweltplaner dafür gebunden. Wir haben eine Fachingenieurin, die sich nur mit Umweltthemen beschäftigt und haben bereits bei der Variantenuntersuchung zur Trassenführung ausgiebig auch die Umweltauswirkungen betrachtet und einfließen lassen. Daraus ist unter anderem auch diese Verlängerung des Südportals nach Süden entstanden. Wir haben Auswirkungen auf einen Bach in der Nähe von Groß-Dobritz. Der hat keinen Namen, der Bach, deswegen ist er bei uns namenloser Bach. Dazu kommen wir auf der nächsten Folie nochmal. Und es gibt natürlich auch einen positiven Aspekt. Die Bestandsstrecke kann quasi der Umwelt zurückgegeben werden. Sie wird vollständig zurückgebaut, die Gleise abgebaut, die technischen Anlagen zurückgebaut. Was dann mit der Fläche weiterhin passiert, das ist Bestandteil der weiteren Planung. Dazu können wir noch keine konkrete Aussage treffen, nur wir sind auch hier natürlich in Abstimmung mit allen zuständigen Behörden und Interessensvertretern. Ja, auf der nächsten Folie hier ist nochmal dieser namenlose Bach zu sehen. Der befindet sich praktisch genau am nördlichen Tunnelportal, hat uns während der Planung auch sehr viel Kopfzerbrechen bereitet, weil wir versucht haben, mit der Längsneigung des Tunnels diesen Konflikt oder diese Kollision mit dem Bach zu umgehen. Und nach unglaublich vielen Versuchen haben wir letztendlich trotzdem das nicht vermeiden können, dass wir genau diesen Bach queren. Das heißt, da muss an der Stelle ein kleines Stückchen tiefer gelegt werden, etwa 3 Meter. Das erfolgt mit einer sogenannten Sohlgleite, das heißt, es wird praktisch ein etwas stärkeres Gefälle ausgebildet, was dann zur Verhinderung von der zu starken Wasserbeschleunigung mit Stein befestigt wird. Und dann wird über einen längeren Bereich der Bach quasi etwas tiefer gelegt und damit an das natürliche Gefälle wieder angeglichen. Ja, wie geht es weiter im Bereich Umwelt- und Naturschutz? Wir werden faunistische Kartierungen und auch Biotopenkartierungen durchführen im nächsten Jahr. Wir sind in Abstimmung mit den zuständigen Umwelt- und Naturschutzbehörden. Wir werden im Zuge der weiteren Planung dann natürlich alles, was hier an Planungen zu erstellen ist, vornehmen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung wird durchgeführt. Es wird eine landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt. Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wird erstellt. Eine Flora-Fauna-Habitat-Verträglichkeitsprüfung. Und letztlich auch ein wasserrechtlicher Fachbeitrag ist aber alles Bestandteil der nächsten Planungsphasen. Ja, wie geht es weiter in diesem Vorhaben? Wir haben hier mal ganz reduziert einen Zeitstrahl abgebildet. Wir reden ja über ein Projekt von wirklich enormer Tragweite und Größenordnung. Insofern, wenn man die Details hier nicht kennt, fragt man sich, warum dauert das überhaupt so lange, bis wir hier bauen können. Wenn man tiefer einsteigt, das ist hier auf der Darstellung nicht zu sehen, erkennt man dann ganz schnell, dass da wahnsinnig viele unheimlich komplexe Vorgänge stattfinden, die vielen Planungsphasen, die aufeinander aufbauen, das Planfeststellungsverfahren, die Sicherung der Finanzierung der einzelnen Leistungen. Das sind alles Prozesse, die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und die Zeit ist auch notwendig, um letztlich eine qualitativ hochwertige Planung zu erstellen. Und letztlich führt das dazu, dass zum Ende des Jahrzehnts ein Baubeginn möglich ist. Das Planfeststellungsverfahren wollen wir etwa um 2025 starten. Und ganz konkret steht jetzt in diesem Jahr an, dass wir die Vorplanung zum Ende bringen wollen, fertigstellen wollen, alle noch ausstehenden Abstimmungen weiterführen oder eben fertigstellen wollen. Im Anschluss erfolgt eine Bestätigung der Vorplanung durch das Eisenbahnbundesamt. Wir reichen also die Vorplanung dort ein und auch erst mit dieser Bestätigung ist letztlich die finale Entscheidung für die Vorzugsvariante und auch für die endgültige Umsetzung des Projektes getroffen. Und darauf aufbauend erfolgt dann die Sicherung der Finanzierung der nächsten Leistungsphasen, sodass wir dann ab dem Jahr 2023 in die Entwurfsplanung starten können. So ist der weitere Zeitplan. Ja, und wie geht es im Bereich Öffentlichkeitsbeteiligung weiter? Wir haben heute den Auftakt, den ersten Bürgerdialog durchgeführt. Wir hatten im Vorfeld schon bilaterale Gespräche. Wir haben mit den Gemeinden gesprochen, mit Straßenbaulastträgern, mit Umweltverbänden. Wir haben mit Anwohnern, teilweise mit Anwohnern vor Ort gesprochen, nicht mit
allen, aber mit einem Teil und wollen heute den Auftakt hier in der Öffentlichkeit starten und wollen diese Form der Bürgerbeteiligung natürlich auch weiterführen. Es wird weiterhin regelmäßig Bürgerinformationsveranstaltungen geben. Wir werden in Kürze einen Projektflyer zu diesem Vorhaben auf dem Bauinfoportal online stellen. Der ist bereits im Druck, der Flyer, und wird in Kürze zur Verfügung stellen. Und es wird natürlich auch eine Aufzeichnung dieser Veranstaltung im Bauinfoportal geben, sodass das auch nachträglich nochmal angeschaut werden kann. Es gibt eine E-Mail-Adresse der Projektgruppe VDI9, wo Fragen zum Thema Ausbaustrecke Leipzig-Dresden gestellt werden können später. Und heute können die Fragen natürlich, wie Herr Puklinski schon erklärt hat, hier im Chat gestellt werden können. Und insofern sind wir jetzt, was den technischen Vortrag angeht, schon am Ende. Wir würden jetzt nochmal in den zweiten. Haben wir nochmal eine Fahrt, das zweite. Genau, in die zweite Fahrt. Diese Folie ist, glaube ich, ganz wichtig, weil hier finden Sie nochmal den Hinweis darauf, wo Sie Antworten, die es bisher noch nicht gibt, später dann finden. Und auch, wo Sie dann, Sie sehen die E-Mail-Adresse, sich an die Kolleginnen und Kollegen der Deutschen Bahn wenden können, um nachzufragen, wenn Sie noch eventuell Fragen, Anliegen haben, wenden Sie sich bitte direkt an diese Kolleginnen und Kollegen. Es landet dann vermutlich bei Ihnen auf dem Schreibtisch und bei Ihren Kolleginnen und Kollegen. Genau. Genau. Gut, und dann machen wir doch nochmal eine zweite Zugfahrt. Ich sehe, wir haben jetzt noch die Zugfahrt von Süd nach Nord. Vorhin waren wir von Nord nach Süd unterwegs. Unsere Bitte an die Technik, diese zweite Zugfahrt in die andere Richtung einzuspeisen. Der Zug fährt. Wir sehen hier den einseitigen Lärmschutz. Das war ja das, was Sie vorhin schon sagten. Das wird im Detail noch geklärt. Ja, wir sind allerdings hier noch im Bestandsbereich. Sind jetzt hier an der Planungsgrenze praktisch im Bereich Grenzstraße und fahren jetzt hier nach Norden. Entschuldigung, hier kommt erst die Grenzstraße, der Film beginnt etwas früher. Hier beginnt die Abschnittsgrenze, hier die Lärmschutzwände zu sehen. Man sieht hier sehr schön, wie die Bestandsstrecke jetzt weiter rechts verläuft und wir jetzt uns geradeaus auf dieses Tunnelportal zubewegen. Dann kommt hier der Bahnübergang Forststraße, den wir hier kreuzen, bei dem Bestand ein Stück weiter rechts. Hier rechts zu sehen die Bestandsstrecke. Und jetzt fahren wir geradeaus zu auf das Tunnelportal. Hier auch sehr schön zu sehen, wie das nach vorn gezogen wurde. Und jetzt fahren wir an dieser Stelle durch den Bestandsdamm durch. Der ist hier an der Stelle ausgeklinkt, also praktisch zurückgebaut. Was mit dem Rest vom Bestandsdamm passiert, ist noch Bestandteil der weiteren Planung. Jetzt geht es auch hier schon rein in die Tunnelportale. Wie gesagt, hier der Bereich, der überfüllt ist. Und hier noch die Variante mit der Groß-Dobritzer Straße über den Tunnelportalen. Jetzt kommt der beschleunigte Teil übers Feld und wir sind schon am nördlichen Tunnelportal, links zu sehen der Rettungsplatz und hier auch, wenn man genau hinschaut, der Bach, ganz links jetzt im Bild, der tiefer gelegt ist, an der Stelle die Gleise quert und jetzt der Einschnittsbereich, wo ich erwähnt hatte, dass wir hier an der Stelle noch alternativ einen zusätzlichen kurzen Tunnel untersuchen. Und dann schließt sich jetzt weiter hinten schon diese Eisenbahnüberführung Groß-Dobritzer Straße an. Und danach kommt auch schon gleich wieder die Einbindung in den Bestand. Hier die Groß-Dobritzer Straße zu sehen. Mit der Eisenbahnüberführung. Ja, und von links kommt jetzt gleich die Bestandsstrecke wieder hinzu und wir binden an den Bestand ein. Die Eisenbahnüberführung Naunhofer Straße ist praktisch die Planungsgrenze und ist bereits so hergestellt worden, dass die neue Trasse auf der Brücke praktisch Platz hat. Hier im Bereich, hier links zu sehen, der Bahnhof Böhler und wir sind jetzt praktisch außerhalb des Planungsabschnittes. Jetzt sind wir wieder praktisch auf der alten Strecke. Genau, die bereits ausgebaut ist. Genau. Ja, spannend. Herzlichen Dank, Herr Enzmann. Dann haben wir das jetzt gesehen. An Sie, meine Damen und Herren, noch einmal der Hinweis, wenn Sie das mit den Doppelpfeilen groß gemacht haben, einfach Escape-Taste drücken, dann können Sie uns wieder sehen und die Präsentation, die ja jetzt abgeschlossen ist. Die haben auch die Gelegenheit, hier unten dann eben Ihre Fragen einzugeben und Ihren Namen dazu zu schreiben. Wir haben auch schon einige Fragen, darum habe ich die ganze Zeit hier so wichtig das Tablet in der Hand.
Angelo Müller hat zweimal eine Frage. Er wünscht sich, was er wünsche. Ich wünsche mir eine neue Bahnstrecke in Richtung Riesa und Chemnitz nach Nürnberg, nach München mit dem Zug. Und er fragt, wann kommt die nächste Bahnstrecke zum Hauptbahnhof nach Stuttgart und mit dem Zug von Dresden, also und Stuttgart Hauptbahnhof mit dem Zug nach Dresden Hauptbahnhof. Also das sind so Wünsche, die von Herrn Müller hier kommen. Können Sie da was zu sagen? Gibt es da noch weitere interessante Planungen? Es sind ja letztlich mehrere Fragen. Vielleicht gehen wir mal die da Reihe nach durch. Also eine Bahnstrecke in Richtung Riesa ist ja letztlich die Ausbahnstrecke Leipzig-Dresden. Die führt ja von Dresden nach Riesa und auch durch Riesa. Von Chemnitz nach Nürnberg gibt es natürlich eine Strecke und nach München kommt man auch mit dem Zug. Also letztlich sind die Strecken ja vorhanden. Verbindungen existieren auch. Dass das vielleicht nicht an jeder Stelle die Kundenbedürfnisse befriedigt, das kann sein. Ist aber letztlich. Herr Mücke ist hier im Hintergrund unterwegs und der würde, glaube ich, gerne was dazu sagen. Ja, letztlich sind das ja die globalen Fragen, die hier mit dem Projekt VDE9 in Leipzig-Dresden ja wenig zu tun haben. Insofern können wir vielleicht diese sehr globale Frage. Genau, die Frage ist dann: Haben Sie, meine Damen und Herren, konkretere Fragen noch jetzt für diesen Abschnitt, den wir eben gerade vorgestellt bekommen haben von Herrn Enzmann? Bei mir laufen jetzt gerade keine Auffrage an die Redaktion. Gibt es noch Fragen? Ja, hier gibt es eine von anonym gestellt, die Frage Projektplan. Wann beginnt der Bau circa? Die Frage haben wir schon beantwortet eigentlich. Und wie lange wird planungsweise gebaut und wird auch nachts gebaut? Sind die Fragen. Also wir gehen im Moment davon aus, dass ein Baubeginn zum Ende des Jahrzehnts realistisch ist. Der Projektplan sagt etwa 2029, ist aber aufgrund der Planungsphase, in der wir uns befinden, mit sehr großen Unsicherheiten behaftet. Die Bauzeit ist natürlich auch Ergebnis der weiteren Planung. Es wird sich auf jeden Fall über mehrere Jahre hinziehen. Ich denke, ein Zeitraum von etwa 5 Jahren ist hier realistisch. Es ist ja ein sehr langer Tunnel. Dazu die Anbindung im Norden und Süden an den Bestand. Aus heutiger Sicht ist eine Bauzeit von 5 Jahren insgesamt realistisch. Wobei der Rückbau wird dann parallel gemacht von der alten Strecke oder wird das erst dann danach gemacht? Vermutlich erst danach. Der Bauablauf sieht ja vor, dass der Tunnel, der praktisch der Neubauabschnitt hergestellt werden kann, während der Betrieb auf der Bestandsstrecke aufrechterhalten werden kann. Und erst wenn der Tunnel weitgehend fertig ist, würde dann die Anbindung an den Bestand hergestellt werden. Dann wird die Bestandsstrecke für etwa 1 Jahr gesperrt. Und dann kann die in dem Zuge anschließend auch zurückgebaut werden, weil sie dann anschließend nicht mehr benötigt wird. Und da gibt es hier die Frage, wie lange wird denn die Strecke Weinbühler-Kottewitz baubedingt gesperrt werden müssen, steht hier. Wir gehen im Moment, also wir haben verschiedene Varianten zum Bauablauf in der Untersuchung und wir gehen davon aus, dass je nach Variante 1 bis 1,5 Jahre Totalsperrung erforderlich sind. Und eine Frage von Herrn Küster, Thomas Küster fragt, wie das Kosten-Nutzen-Verhältnis des Projektes ist. Spannende Frage. Kann man das überhaupt so beantworten? Ich weiß jetzt nicht, wie die Frage genau gemeint ist. Es gibt natürlich da verschiedene Kriterien, wie man sowas bewertet. Wir führen Wirtschaftlichkeitsrechnungen durch. Wir haben eine Kosten-Nutzen-Untersuchung gemeinsam mit dem Eisenbahn-Bundesamt und dem BMVI durchführen lassen. Und alle diese Untersuchungen haben einen deutlich positiven Effekt ergeben, der letztlich für uns auch eine Rechtfertigung ist, diese Streckenbegradigung als Vorzugsvariante zu sehen. Okay, dann die Frage, befinden sich alle Gewerke bereits in der Vorplanung? Ja, die Vorplanung hat zwar nur eine begrenzte Planungstiefe beinhaltet, aber grundsätzlich alle Gewerke. Und die Frage, eine andere Frage ist auch diese Visualisierung, da haben wir ja 2 Gleise gesehen. Gibt es denn noch mehr Gleise oder sind das tatsächlich nur diese 2 Gleise? Es gibt noch genau diese 2 Gleise. Genau diese 2 Gleise. Auf der Strecke Berlin-Dresden, auf der wir uns befinden, haben wir im Norden und im Süden auch 2 Gleise und der Bestand besteht aus 2 Gleisen und auch die Begradigung wird 2 Gleise beinhalten. Okay. Also mit den anderen 2 Gleisen, die andere Strecke, die Strecke Leipzig-Dresden gemeint ist, die verläuft ja ein paar hundert Meter weiter westlich. Genau, das ist diese Strecke, die praktisch parallel genau, zu verlaufen. Die bleibt ja im Bestand auch bestehen, wird auch weiterhin genutzt. Kann sein, dass jetzt eine Visualisierung nicht zu sehen war, weil die sich räumlich einfach ein Stück daneben befindet. Ja, wir konnten das, glaube ich, vorhin auf einer der Karten ganz gut sehen, da war genau diese Strecke noch zu erkennen. Das heißt also, im Grunde gibt es dort 4 Gleise, die ja, aber es sind letztlich 2 komplett getrennte, unabhängige Strecken.
Alles klar. Welche Beeinträchtigung bringt der Tunnelbau für die unmittelbaren Anwohner mit sich? Strecke Dresden-Berlin, was wird mit der aktuellen oberirdischen Streckenführung? Wo ist der Einstichpunkt in den Kuppelsberg für die Tunnelbahn? Fragt Herr Kafka. Also es sind jetzt mehrere Fragen. Also erstmal Lärmbelästigung wird es natürlich geben. Ich hatte erwähnt, die Vortriebsart, also wie das Gestein aus dem Berg herausgeholt wird, steht noch gar nicht endgültig fest. Wird erst mit dem Ende der Vorplanung feststehen. Fakt ist, unabhängig von der Bauweise wird es auf jeden Fall Lärmemissionen geben. Es wird auch Untersuchungen geben, die genau diese Lärmemissionen zum Inhalt haben und die natürlich auch das Ziel haben, die Auswirkungen auf die Anwohner so weit wie es geht zu minimieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ganz ohne Lärm wird es natürlich nicht gehen, aber das ist auch Bestandteil der weiteren Planung, da eine höchstmögliche Schutzwirkung zu erzielen. Ja, und dann war noch die Frage, was wird aus der aktuellen oberirdischen Streckenführung Dresden-Berlin? Wo ist der Einstichpunkt Kockelsböcke für die Tunnelröhre? Das waren auch nochmal zwei Fragen, die der Herr Kafka alle in dieser einen Frage untergebracht hat. Also die Streckenführung von zwischen Berlin und Dresden bleibt ja praktisch unverändert. Mhm. Wir stellen ja lediglich eine Begradigung zwischen dem Bereich Kottewitz oder Böhler etwa und dem Bereich Niederau her. Wir binden ansonsten dort auf den Bestand wieder ein. Und dieser Einstichpunkt, Herr Kockelsberg, für die Tunnelröhren? Naja, das ist letztlich das nördliche Tunnelportal, was wir hier in der Visualisierung im Film und auch in den Karten gesehen haben. Das ist letztlich schwierig anzugeben, wo sich das genau befindet, weil dort ja wesentlich grüne Wiese ist. Aber es ist etwa auf der Höhe von Groß-Dobritz. Groß-Dobritz, genau. Herr Lutz Liebing fragt, wie ändert sich das Höhenprofil der Strecke? Der Tunnel muss eine Mindestneigung von 4,0 Promille haben, aus Sicherheitsgründen, damit Züge im Havariefall herausrollen können. Die Neigung haben wir praktisch im Tunnel auch zugrunde gelegt. Und nördlich des Tunnels, wenn wir uns dann im Einschnittbereich befinden, hat die Trasse eine Längsneigung von 4,9 Promille. Gut, dann die Frage, ist die Strecke mit... Oh, jetzt habe ich die Frage hier verloren mit ET, das ist EDCS. Genau, diese Sicherheitstechnik ausgestattet. Genau, das ist das moderne europäische Zugsicherungssystem. Wir rüsten alle neuen Abschnitte auch mit EDCS aus. Ist auch hier Planungsbestandteil EDCS Level 2, Baseline 3 für die Techniker. Herr Hans-Jörg Gertig fragt, Streckenführung, wenn die Bestandsstrecke aufgelassen wird, was wird mit den Stationen, die in diesem Bereich liegen? Liegen da überhaupt Stationen? Nein, das ist ja nur so eine Beule, die da aufgelassen wird. Das heißt, da werden keine Stationen wegfallen oder neu dazukommen. Könnte man die Bestandsstrecke nicht für fliegende Überholungen von Güterzügen nutzen, ist eine Frage. Der Sinn oder die Idee hinter der Begradigung ist ja, die Strecke auch zu verkürzen. Ja. Letztlich. Es gibt ja schon zwei Trassen, die parallel verlaufen, die Strecke Leipzig-Dresden, die Strecke Berlin-Dresden. Wir wollen die eine Strecke begradigen und für 200 km/h ausbauen. Aber das ist natürlich wirtschaftlich nur zu rechtfertigen, wenn die Bestandsstrecke dann in dem Bereich auch zurückgebaut wird, weil jede Infrastruktur kostet natürlich auch Instand und Unterhaltungsaufwand und würde an der Stelle nochmal zusätzliche Investitionen auch erfordern. Hier ist eine Frage von Frau Birke. Nomen ist Omen, wegen 1,1 Kilometer Fauna und Flora zu zerstören, wo liegt da der Vorteil für die Deutsche Bahn? Das ist ein bisschen provokativ, glaube ich, Frau Bürger. Ja, letztlich für die Deutsche Bahn. Wir bauen das ja nicht für die Deutsche Bahn, wir bauen es ja letztlich für den Fernverkehr und für die Fahrgäste, die von dieser Verkürzung der Fahrzeit profitieren. Ich hatte es ja schon in der Präsentation dargestellt, es geht ja letztlich auch darum, den Effekt aus den bereits ausgebauten Abschnitten überhaupt jetzt erstmal zum Tragen kommen zu lassen, weil die ICEs eben so lange Brems- und Beschleunigungsvorgänge haben, dass nur längere zusammenhängende Geschwindigkeit, Abschnitte mit 200 km/h auch wirklich sinnvoll sind. Energetisch sinnvoll, also hier geht es auch um Umweltschutz und natürlich, was die Fahrzeit angeht. Und für die Fahrgäste ist jede Minute Fahrzeitgewinn schon ein erhebliches Argument, dann eben das Auto stehen zu lassen und mit der Bahn zu fahren. Dann eine andere Frage, werden sich die Zugangsbedingungen für Züge in diesen Abschnitt hinsichtlich Druckdichtigkeit, NBÜ und Brandschutz ändern? Können dann noch Züge
dritter EVU zum Beispiel mit älteren Wagen oder historische Züge in den Abschnitt Großenhain Dresden befahren? Also das ist ein echter Eisenbahner. Das ist eine sehr spezifische Frage. Also das ist eine, wo ich jetzt sagen würde, die stellen wir zurück. Wird uns eine Antwort geben, aber das machen wir nicht heute. Da muss ich meine Experten einbinden. Also die Frage, die werden Sie dann auf dem Portal beantwortet sehen oder Herr Mürke kann uns noch was dazu sagen. Genau, wir sammeln ja die Globalen-Fragen auch schon an Mürke. Ja, genau. Ja, Herr Mürke hat sich auch schon gemeldet dazu. Ja, das waren jetzt die Fragen, die hier aufgetaucht sind. Wenn da, ach doch, da sind noch mehr gekommen. Ich habe die mal kurz aktualisiert. Warum wird die Straßenbrücke der Staatsstraße jetzt neu gebaut? Übersteht die nächsten 10 Jahre nicht mehr, ist die Frage. Das ist immer schwierig, wenn Projekte zeitlich versetzt statt realisiert werden. Diese Straßenbrücke, es geht um die S-177 sicherlich, die wird ja seit diesem Jahr erneuert. Wenn wir die Streckenbegradigung herstellen in etwa 10 Jahren, ist sie dann natürlich irgendwann nicht mehr nötig, weil dann die Bestandsstrecke dort an der Stelle nicht mehr verlaufen wird. Es ist aber so, wir sind mit unserem Projekt hier in der Vorplanung, haben noch gar keine finale Entscheidung, dass das Projekt überhaupt in der Form umgesetzt wird. Und für den Neubau dieser Straßenbrücke gab es sicherlich Gründe, die dazu geführt haben, das Projekt jetzt umzusetzen und eben diese 10 Jahre nicht abzuwarten. Es ist keine Maßnahme der Deutschen Bahn, muss man auch dazu sagen, sondern vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Wir sind aber mit dem LASUF dazu in Abstimmung. Das LASUF kennt unsere Pläne. Es gibt aber keine Möglichkeit, jetzt auf diesen Bau der Brücke zu verzichten, weil sie eben erneuert werden muss. Und letztlich, auch wenn die Bestandsstrecke an der Stelle mal nicht mehr bestehen wird, die Straße wird ja trotzdem an dieser Stelle weitergeführt werden. Und was mit der Bestandsstrecke passiert, ist ja noch nie abschließend geklärt. Okay. Herr Jens Thieme fragt, fließt der Bach im Ortsbereich Oberau, Teil der Gemeinde Niederau, wieder normal weiter oder liegt er dort auch tiefer? Ihm sind diese 3 Meter Vertiefung nicht so ganz klar. Diese 3 Meter Absenkung erfolgen wirklich nur unmittelbar in dem Bereich, wo wir den Bach mit den Gleisen quasi schneiden und treffen. Dort muss der Bach 3 Meter abgesenkt werden und dann ist er natürlich quasi in Fahrtrichtung nach Norden links von den Gleisen 3 Meter tiefer und damit praktisch unter dem eigentlichen Gefälle, was der Bach heute hat. Und damit muss über einen Bereich von vielleicht 200-300 Metern der natürliche Bachlauf etwas abgesenkt werden. Und dann wird er praktisch wieder auf das... trifft er wieder auf das ursprüngliche Niveau. Genau. Alles klar, ja. Frage, wird die Schießsportanlage Groß-Dobritz von dem Vorhaben tangiert? Ist da ein Rückbau erforderlich? Nein, ist nicht der Fall. Dann die Frage von Herrn Müller oder Frau Müller. Gibt es Einfluss auf die Deponie Gröbern, beziehungsweise ist es korrekt, dass der Tunnel nordwärts östlich am Deponiekörper verläuft, statt bisher westwärts die Bahn? Also der Tunnel wird auf jeden Fall östlich der Deponie verlaufen. Das ist ein Fakt. Wir haben einen sehr großen Abstand, mehrere hundert Meter zur Deponie und gehen damit mit Stand heute davon aus, dass es hier keine Auswirkungen geben wird. Nichtsdestotrotz untersuchen wir das natürlich trotzdem im Zuge der weiteren Planungen, zum Beispiel mit Grundwassermessstellen und sind dazu auch in Abstimmung mit dem Deponiebetreiber. Okay, dann die Frage von Herrn Philipp Gorges. Wird der untere Buschmühlenweg von den Baumaßnahmen betroffen sein? Es ist eine Sackgasse nur für Anwohner auf 10 Kilometer die Stunde begrenzt. Also da, das ist so eine Frage, die müssen wir auch sammeln. Müssen wir detailliert nochmal nachschauen. Ich kenne schon fast jeden Meter von dem Projekt, aber was jetzt ganz konkret an der Stelle die Auswirkungen sind, das würde ich dann zurückstellen. Wir suchen die Antwort raus und schreiben die anschließend auf die Internetseite. Okay, so jetzt schaue ich nochmal, ob es hier noch was Neues gibt. Was wird mit dem Grundwasser, wenn Sie in den Bach eingreifen? Verändert sich dadurch das Grundwasser? Schon die Gastrassen haben uns das Wasser abgedrückt. Vertrocknung des Bodens ist keine Option, sagt Birgit Thieme. Also Wasser, Grundwasserniveau, wird das abgesenkt nur während der Bauarbeiten oder auch darüber hinaus? Also letztlich ist genau das auch Bestandteil unserer Planung. Wir beginnen jetzt in diesem Jahr auch mit den Baugrundsondierungen, werden auch hier Grundwassermessstellen einrichten. Und natürlich haben wir auch das Ziel in der Planung, die Auswirkungen auf das Grundwasser zu minimieren. Das ist unter anderem auch ein Argument, weshalb wir im Nordbereich eben diesen zusätzlichen Tunnel nochmal jetzt als alternative Variante untersuchen. Wie gesagt, minimieren wollen wir die Einflüsse auf jeden Fall.
manchmal kann man sie nicht ganz vermeiden, weil diese Kollision mit dem Bach ist auf jeden Fall da und der muss eben an der Stelle um diese 3 Meter abgesenkt werden. Aber um da die genauen Auswirkungen zu beschreiben, müssen wir erstmal diese Grundwassermessstellen durchführen, einrichten, beobachten und auch in der Planung noch weiter voranzukommen. Und da gibt es dann auch Fachplanungen dafür? Natürlich ist Bestandteil unserer Planung. Wir haben da auch einen eigenen Umweltplaner für diese Themen eingebunden. Auch zum Thema Umweltplanung. Was geschieht, wenn eine Flora-Fauna-Habitatart dort anwesend ist? Sie haben ja gesagt, es sollen auch noch Biotopuntersuchungen gemacht werden. Wenn die da jetzt gefunden werden, welche Folgen hat das? Also zum einen haben wir ja auf die vorhandenen FFH-Gebiete bereits Rücksicht genommen, haben die Trasse so gewählt, um da einen bestmöglichen Schutz zu gewährleisten. Und ansonsten ist das Bestandteil der weiteren Planung, wo dann letztlich auch Ausgleichsmaßnahmen geschaffen werden, gegebenenfalls auch, wie es bei uns bei der Bahn relativ häufig vorkommt, dass dann die Eidechsen, die im Gleisschotter sich befinden, abgesammelt werden müssen, umgesiedelt werden müssen. Das ist alles Bestandteil der weiteren Umweltplanung. Okay. Wann entscheiden Sie zu dem zweiten, ob es den zweiten Tunnel geben wird oder den Einschnitt, den wir eben in der Visualisierung gegeben haben? Das wird sich im Laufe dieses Jahres entscheiden. Wir sind dabei, die Planung noch fertigzustellen, werden die dann auswerten, schauen, was das kostet, was sind die Vor- und Nachteile beider Varianten, werden uns vielleicht auch mit unserem Geldgeber mit dem Eisenbahnbundesamt dazu nochmal abstimmen und letztlich mit Ende der Vorplanung spätestens die Entscheidung auch treffen. Und die Vorplanung ist wann etwa zu Ende? Die wollen wir in diesem Jahr abschließen. In diesem Jahr, gut. Frau Jüschke hatte diese Frage gestellt. Elisabeth Jüschke hat auch noch eine Frage. Wie viel Zeit wird in der Summe zwischen Leipzig, Dresden und Berlin, Dresden eingespart? Also gegenüber dem Ist-Zustand gehen wir durch die Streckenbegradigung von einem Fahrzeitgewinn von 3 Minuten aus. Mhm. Das klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht wenig. Dazu muss man aber wissen, dass das für Eisenbahnverhältnisse sehr viel ist. 3 Minuten. Und letztlich geht es nicht nur darum, diese 3 Minuten zu gewinnen. Es geht letztlich auch darum, dass erst mit dem Zeitgewinn bestimmte Fahrplantakte, bestimmte Fahrplankonstellationen möglich werden. Und das ist letztlich auch der Hintergrund. Hier ist eine Frage, die sich auch auf die Fahrzeiten bezieht, nämlich was sind die geplanten Fahrzeiten Dresden-Leipzig und Dresden-Berlin? Also zwischen Leipzig und Dresden ist das Ziel, auf deutlich unter 1 Stunde zu kommen im Endzustand und zwischen Berlin und Dresden deutlich unter 1 Stunde und 30 Minuten, also unter 1,5 Stunden. Mhm. Ist allerdings letztlich nur zu schaffen, wenn auch alle Maßnahmen, die ansonsten auf der Strecke geplant sind, auch umgesetzt und abgeschlossen sind. Mhm. Kann grob gesagt werden, inwieweit die Maßnahme auf die Relation Dresden-Leipzig-Berlin Kapazitätserhöhung mit sich bringt? Die Frage. Das ist Bestandteil einer sogenannten Eisenbahnbetriebswissenschaftlichen Untersuchung, die wir jetzt am Ende der Vorplanung noch durchführen werden. Insofern kann man da noch keine belastbare Aussage treffen. Es ist natürlich so, wir haben heute im Bestand eine zweigleisige Strecke, die auch nach dem Umbau 2 Gleise beinhalten wird. Also extreme Kapazitätssteigerungen sind dort natürlich von vornherein nicht zu erwarten. Also es ist es wird schneller, aber die Kapazität wird dann genau, nicht fließen. Genau, wir fahren schneller und letztlich fließen da viele Faktoren mit rein, die Blockteilung, die Sicherungstechnik und so weiter. Aber das ist Bestandteil dieser EBWU, die noch durchzuführen ist. Okay, also ich habe jetzt hier keine Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Ich schaue noch mal kurz da drauf. Scheint tatsächlich jetzt keine neue Frage gekommen zu sein. Dann würde ich Herrn Mölke noch mal bitten. Herr Mölke, Sie hatten... Pinsky, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, ich glaube, ich sehe noch Fragen, die wir noch nicht haben. Ah, spannend. Ich habe ja noch einen Hilfsbildschirm. Wenn Sie noch alle sehen, bitte. Das Thema mit den Grundwasserströmen hatten wir meines... Hatten wir schon angesprochen. Die haben wir alle schon angesprochen. Wir haben hier noch mal das mit den Feuerwehren, sehe ich gerade, von Herrn Matthias Schödel. Die Frage ist tatsächlich neu. Guten Abend. Auf welche Herausforderungen müssen sich die Anliegerfeuerwehren einstellen? Bitte die Frage getrennt nach Bauphase und Tunnelbetrieb beantworten. In welcher Form wird die DB hier unterstützen? Also auch hier gilt erstmal grundsätzlich die Aussage, wir sind in einer sehr frühen Planungsphase, versuchen hier alle Beteiligten mit einzubinden. Wir haben ganz am Beginn des Planungsprozesses haben wir schon in der Abstimmung mit dem zuständigen Landratsamt, mit der Feuerwehr durchgeführt, haben wir auch vereinbart, dass wir hier weiter in Kontakt bleiben und so wie wir jetzt mit den Gemeinden gesprochen haben, mit den betroffenen Bürgern und auch mit Umweltverbänden, Naturschutzbehörden, werden wir auch mit den
zuständigen Feuerwehren Gespräche führen und das in der weiteren Planung berücksichtigen. Mhm. Gut, jetzt haben wir hier zwar noch unter live mehrere Fragen stehen, aber die haben wir alle schon abgearbeitet, wenn ich das richtig sehe. Mit der Absetzung Grundwasserstand hatten wir auch schon gesprochen. Genau, dann würde ich sagen, Daniel, bitte? Ich sehe noch eine Frage hier mit durchgängig 200 km/h. Das hatten wir vorhin schon. Haben wir vorhin schon. Genau, also. Gut, danke. Dann erstmal vielen Dank. Und genau. Herr Möcke hatte vorhin gezuckt, als es um die historischen Bahnen können noch historische Züge auf der Strecke fahren. Und natürlich auch auf die Frage hin, die anderen Verbindungen, gerade nach Süddeutschland. Ich glaube, da hatten Sie vor allem gezuckt, wenn ich das richtig beobachte. Ja, das war ganz am Anfang. Fangen wir mal mit der Frage nach den Einschränkungen an. Natürlich, ich weiß, dass unsere Eisenbahnfreunde natürlich auch immer an Ausbauprojekten interessiert sind, sich dafür interessieren, weil es gibt tatsächlich natürlich ein Problem. Das war die einzige Einschränkung, die der Tunnel dann bietet. Wir können durch den Tunnel leider nicht mehr mit Dampflokomotiven fahren. Das ist tatsächlich so. Und ich weiß, dass die Strecke in diesem Abschnitt ja ein ganz beliebtes Fotomotiv ist. Man weiß, jedes Jahr im April, jedenfalls dann, wenn es möglich war, haben wir den Zugverkehr ja dort gehabt mit den historischen Zügen. Das geht dann leider nicht mehr. Das müssen wir einräumen. Ansonsten gibt es keine Einschränkungen. Wir reden von einer Betriebsaufnahme für den Tunnel 2030 plus. Und da dürfen wir davon ausgehen, dass der Fahrzeugbestand, den die DB hat, beziehungsweise auch unsere Mitbewerber, eine Qualität haben, die alle die Passagen durch den Tunnel nutzen können. Also es müssen druckertüchtigte Züge sein. Das geht also nicht mehr ein Zug mit einer Toilette, wo bloß eine Klappe drin ist. Das funktioniert natürlich nicht in einem Tunnel. Das sind die druckertüchtigten Wagen. Das wird kein Problem sein. Wir erwarten keinerlei Einschränkung. Geht auch nicht. Die Strecke wird europäisch zertifiziert und ist dafür für alle Fahrzeuge nutzbar. Ja, ja, aber eben nicht mehr für diese historische Züge, das ist, das die müssen sich andere Strecken suchen. Es sind ja noch ein paar schöne in der Region, die für den Dampfbetrieb auch geeignet sind. Ja, es ist eben auch noch die Frage gekommen, die hat Herr Enzmann eigentlich schon beantwortet, aber da ging es in diese Richtung, ob auch der bestehende Bahndamm dann von der derzeitigen Streckenführung abgebaut wird. Aber ich hatte Herrn Enzmann so verstanden, alle technischen Anlagen, das wird alles entfernt. Das wird hinterher praktisch nicht mehr erkennbar sein, dass da mal die Bahn erfahren ist. Das ist, erstmal hatte das gesagt, ist natürlich ein Thema der Planung. Wir sehen vor, dass die alten, nicht mehr gebrauchten Anlagen zurückgebracht werden. Man kann natürlich immer noch erkennen, dass das mal eine Eisenbahn war. Der Bahnkörper bleibt stehen, denn der Bahnkörper selber ist ja auch ein Biotop geworden mittlerweile. Das ist übrigens auch einer der Konflikte, die wir in der Umweltplanung jetzt untersuchen müssen. Gerade die Südseite des Bahndamms ist natürlich ein Lebensraum geworden für verschiedene Arten, Reptilien. Trockenstand natürlich. Ja. Und es ist gar nicht so einfach, durch eine Entscheidung zu treffen, was man damit macht. Die Bahnanlagen selber werden zurückgebaut und was daraus wird. Es gibt Ideen, man könnte zum Beispiel auch Teile des Tunnelaushubs dazu verwenden, um die Einschnitte wieder zu verfüllen und das neu zu profilieren. Aber das sind alles Abwägungen, die wir noch treffen werden. Ich habe mir noch eine Frage mitgebracht, wo ich gesagt habe, na, da war noch was offen. Wir sind eingegangen auf die Fahrzeitreduzierung. Herr Enzmann hat das gesagt. Berlin-Dresden ist ein bisschen offen geblieben. Die Fahrzeit Berlin-Dresden soll im Endausbau. Das setzt aber voraus, dass in Berlin die sogenannte Dresdner Bahn realisiert wird. Das heißt, es ist der innerstädtische Teil und auch der vollständige Ausbau bis ran nach Kottewitz erfolgt. Und dann ist ein Ziel von 80 Minuten Fahrzeit definitiv gesetzt. Und wenn es geht, vielleicht sogar noch ein, zwei Minuten schneller. Das ist also das Fahrzeitziel für die Verbindung Berlin Hauptbahnhof, Dresden Hauptbahnhof. Okay. Ich schaue jetzt gerade noch mal, was hier an Fragen da ist. Vielleicht noch die Frage, ist mir so als Zuhörer vorhin aufgekommen, was hat die DB für einen Nutzen von diesem Projekt, von dem Tunnel? Neigt sich auch vielleicht ein bisschen an die Frage nach der Wirtschaftlichkeit dieses Projektes. Vielleicht müssen wir das nochmal auch betonen. Wir setzen als DB Netz AG jetzt als Projektgesellschaft
praktisch dieses Projekt um. Aber das ist nicht unser DB-Projekt. Natürlich, wir treten auf als DB, wir setzen das um. Aber es ist ein Projekt des Bundes. Es ist eine Maßnahme aus dem Bundesverkehrswegeplan. Das heißt, dieses Projekt hat Gesetzescharakter. Da gibt es keine Diskussion, ob wir das wollen oder nicht. Das hat der Gesetzgeber so beschlossen. Und der Nutzen wird uns allen zugutekommen. Denn wir legen ja eine Infrastruktur hin, die wir als DB Netz AG anbieten für die Nutzung durch alle Verkehrsunternehmen. Also nicht nur für die weißen Züge von uns, die sehen wir natürlich besonders gerne, aber auch alle anderen. Und insofern ist es wichtig, das nochmal einzuordnen, dass wir keine DB-Projekte machen, sondern das sind hier tatsächliche Projekte des Bundes, so wie eine Autobahn, die gebaut wird. Und entsprechend ist das einzuordnen. Und wir hoffen uns natürlich, Herr Enzmann hatte das gesagt, mit diesem Baustein der Streckenbegradigung. Ich hoffe sehr, dass wir diese Entscheidung gemeinsam mit unserem Finanzierungsgeber, mit dem Bundesverkehrsministerium und auch mit dem Eisenbahn Bundesamt, die ja unsere Überwachungsbehörde sind, am Ende des Jahres die Entscheidung treffen können für diese Begradigung, weil nur dann die vollständige Wirkung aller bisher schon getätigten Investitionen, und das sind ja sehr hohe Investitionen, auf den beiden Gesamtkorridoren zwischen Berlin und Dresden auch wirksam werden. Es gibt jetzt hier ein paar Fragen, die gehen so ein bisschen auch in die Richtung von dem, was Sie gesagt haben. Und ich glaube, Herr Möcke, Sie sind auch der richtige Ansprechpartner. Es gibt hier so eine recht globale Frage von Hans-Jörg Gertig, der fragt, warum dauert das in Deutschland so lange? Andere Länder sind schneller. Oder Lutz Liebing fragt, sind wirklich die langen Vollsperrungen notwendig? Können diese kritischen Baumaßnahmen nicht schneller umgesetzt werden? Also geht es einmal, glaube ich, um das Thema Planung, Umsetzung, warum dauert das bei uns so lange? Ist das in anderen Ländern wirklich schneller? Können Sie das beurteilen? Und das andere, wenn dann eben gebaut wird, kann das nicht alles schneller? Ich würde die Fragen mal zweiteilig beantworten. Erstens die Totalsprache. Für unser Projekt, jetzt hier Kottewitz Weinbüller, ist eine der Varianten, dass wir zwischen Großenhain und Coswig die Strecke total sperren für etwa ein Jahr. Das müssen wir deswegen tun, weil wir einen erheblichen Eingriff in die Bestandsstrecke ja vornehmen. Man hat das gesehen im Video. Wir schneiden ja einmal mit unserer neuen Strecke durch die Bestandsstrecke durch. Da können wir natürlich keine Züge fahren. Das Ganze muss man einmal bauen. Und wir müssen beide Tunnelseiten ja entsprechend anbinden. Aber nicht nur mit den Gleisen, da gehört die Oberleitung dazu, die Signaltechnik. Das braucht seine Zeit. Und wir haben für diesen Abschnitt eine gute Umleitungsmöglichkeit über die Stammstrecke Leipzig-Dresden. Über Priestewitz kann man nach Großenhain fahren. Das haben wir ja schon mehrfach geübt. Das würden wir dann wieder einführen. Ansonsten, Totalsperrungen sind für uns im Bau eigentlich ein sehr wichtiges Instrument, auch wenn es für die Kunden sehr schmerzvoll ist. Aber wir können viel schneller bauen und vor allen Dingen auch die Qualität der Bauleistung ist höher, weil wir viele, viele Zwischenschritte, die wir immer bauen, wenn so Bauzustände, wenn man mal eine Seite baut, dann muss man wechseln, baut man die andere Seite, dann muss man sich stellen, da muss viel angedockt werden, das kann man damit vermeiden, deswegen bevorzugen wir das als Bauleute, kriegen es leider natürlich nicht her, aber das ist natürlich eine Erklärung, warum wir immer mal wieder auch Totalsperrungen benötigen. Die Frage, warum dauert das so lange und geht es woanders schneller? Ja, es geht woanders schneller. Es geht sicherlich in China manches viel, viel schneller als in Deutschland, aber die Frage ist, ob wir das wirklich wollen. Und ich glaube, eines der wesentlichen Instrumente der Bauobjekte in Deutschland ist, dass wir eine sehr große Öffentlichkeitsbeteiligung haben durch die Planfeststellungsverfahren. Und die erlegen uns als Vorhabenträger sehr, sehr große Aufgaben auf und die müssen wir abarbeiten. Und das Planrechtsverfahren bei uns in dieser Projektgröße, das sind ungefähr so zwischen 2 bis 4 Jahre, wenn wir durch das Verfahren durchkommen, ohne das wesentliche Rechtsmittel eingelegt werden. Auch die stehen ja den Betroffenen offen. Und das ist ein Grund, warum wir in Deutschland sicherlich gefühlt länger an Projekten arbeiten als vielleicht in anderen Ländern um uns herum. Wir bemühen uns, diesem Projekt hintereinander weg, eine Leistungsphase, eine Planungsphase nach der anderen zu absolvieren.
Und wenn es uns gelingt, eine durchgängige Finanzierung dieses Projektes zu sichern, und das ist natürlich auch eine Aufgabe unserer Finanzierungsgeber beim Bund, dann glaube ich, können wir mit dem Projekt zeigen, dass man zwar gefühlt mit 6 bis 8 Jahren bis zur Baudurchführung lange braucht, aber ein Projekt in einer solchen Dimension, wir reden hier, das kann man so sagen, über ein Gesamtvolumen von gut 400 Millionen Euro. Das muss man natürlich erstmal auch verbauen. Glaube ich, dass wir doch eine sehr, sehr flüssige Planung und Baudurchführung realisieren können. Es gibt ja noch eine Meinung, ich glaube, die ist auch bei Ihnen ganz gut platziert, von Dr. Eberhard Brüller aus Coswig. Er hat die Meinung, setzen Sie die Mittel lieber für den Ausbau von Regionalstrecken, zum Beispiel für Döbeln-Meißen ein, selbstverständlich in Abstimmung mit dem LK steht hier. LK? Ja. Landkreis. Landkreis, genau. Ja, also, das kann man auch sehr klar beantworten, diese Frage. Die Finanzmittel für dieses Projekt, was wir jetzt beschrieben haben oder beschreiben, sind gesetzt und definiert und gebunden. Also wir könnten, selbst wenn wir auf anderen Eisenbahnstrecken etwas machen würden, diese Finanzmittel nicht einsetzen. Es gibt ganz verschiedene Finanzierungsmodelle für die Infrastruktur der Eisenbahn des Bundes. Und das hier ist ein Ausbauprojekt, eine ABS. Das ist eine gesonderte Finanzierung, wird im Bundeshaushalt gesondert auch geplant und angelegt. Ja. Auf den Strecken, auf Regionalnetzstrecken zum Beispiel, wie hier angesprochen worden ist, gibt es andere Finanzierungsarten und dort ist es ganz wesentlich, was die Regionen, hier vor allen Dingen die Bundesländer, an Verkehr bestellen, vor allen Dingen auch an Regionalverkehr. Und je nach Bestellsituation werden wir dann als Liebe Netz AG die entsprechenden infrastrukturellen Voraussetzungen über andere Finanzierungsmodelle bereitstellen. Dazu passt die Frage hier auch, wird der Koppelsberg-Tunnel für den Deutschlandtakt benötigt? Ich glaube, das ist in dem Kontext ja sehr gut zu verstehen. Also ein sehr gut informierter Zuschauer oder Zuschauerin. Ja, also wollen wir es mal so formulieren. Es ist sehr gut für den Deutschlandtakt, wenn wir den Tunnel haben. Denn beim Deutschlandtakt, das ist ja ein Ziel, dass in einzelnen Etappen voraussichtlich erst in 10, vielleicht auch in 15 Jahren erst erreicht werden kann. Und der Deutschlandtakt selber ergibt sich natürlich aus mehreren einzelnen Elementen. Und die Strecke Berlin-Dresden, aber auch die Strecke Leipzig-Dresden leisten dazu einen Beitrag. Und für die, vor allen Dingen für die Verbindung zwischen Berlin und Dresden geht es um jede Minute, damit diese Taktung erreicht werden kann, die in Dresden auch bedeutet, dass man Anschluss an Regionalverkehre in Richtung Lausitz oder auch ins Weinere Elbtal gewährleisten kann. Und da geht es um jede Minute. Wir wollen das Projekt Koppelsberg-Tunnel nicht am Deutschlandtakt andocken, also nicht sagen, das ist die Begründung. Aber jede Minute Fahrzeit hilft, eine stabile Verbindung zu schaffen, eben, dass nicht immer alles nur auf der letzten Rille passt, sondern dass man wirklich auch eine Fahrzeitreserve hat für eine Störung, für eine Baumaßnahme, für eine Witterungsereignis. Wir wollen ja einen sicheren Anschluss mit diesem Deutschlandtakt schaffen. Da ist jede Sekunde wertvoll. Dankeschön, Herr Mölke. Ich würde gerne Herrn Enzmann nochmal zurückrufen, weil es gibt dann doch noch ein paar detaillierte Fragen. Vielen Dank, Herr Mölke. Herr Enzmann, ich habe ja eine Frage, ich weiß gar nicht, ob Sie die beantworten können. Da war die Frage, ob die Orchideenwiese beeinträchtigt wird. Ich weiß gar nicht, welche Orchideenwiese. Kennen Sie dann Orchideenwiese? Aber Sie können sicherlich sagen, dass das im Rahmen dieser naturschutzfachplanerischen Maßnahmen, die sie machen, dann sicherlich gefunden oder bewusst wird und dann wird auch damit umgegangen. Also da muss ich ganz ehrlich passen. Wir waren schon einige Male vor Ort, haben dort eigentlich schon fast jeden Mingel angeschaut. Die Orchideenwiese ist mir bisher nicht bekannt. Wir werden die Frage auch mitnehmen. Wir haben eine Umweltingenieurin, vielleicht kennt sie die Orchideenwiese, dann werden wir herausfinden. Also wenn die genau Person, die das hier beschrieben hat, das nochmal konkretisieren kann, das würde natürlich helfen, das zu finden. Genau. Dann auf der Internetseite Bauinfoportal noch beantworten die Frage. Genau. Es gab eben noch eine Frage, die jetzt gerade verschwunden ist. Genau, das war die teilweise hier von Herrn Mölke schon beantwortet worden. Werden sich die Zugangsbedingungen für Züge in diesem Abschnitt hinsichtlich Druckdichtigkeit, MBÜ und Brandschutz ändern? Können dann noch Züge dritter EVU mit älteren Wagen? Ach, die Frage hatten wir vorhin tatsächlich von Herrn Mölke schon beantwortet bekommen.
Und das heißt also, wir haben gehört, alle Züge, die zertifiziert sind, können fahren, aber die alten dann eben nicht mehr. Das war die Antwort. Okay, dann nochmal meine Frage jetzt an die Redaktion. Genau hier kommen noch die Fragen an Herrn Enzmann. Lässt sich die Gradiente des Tunnels weiterhin Güterzüge zu? Das war das eine Frage. Das ist so ein Schwerpunkt unserer Planung gewesen. Es gab die Forderung, dass es mit der Gradiente der Streckenbegradigung zu keiner Grenzlasteinschränkung kommt. Das heißt, es können genauso schwere Güterzüge fahren wie bisher auch. Okay, dann die Frage von Jens Thieme. Ist bei der Gustobritzer Straße in Niederau die Variante 2, also Unterführung der Straße, überhaupt möglich? Unter der Straße kreuzt die Eugalgastrasse, steht hier. Wir haben einige Kreuzungen mit Gasstraßen und andere Medien, die müssen dann an der Stelle, wenn es dort einen Konflikt gibt, unterlegt werden. Das ist aber jetzt normales Projektgeschäft, sage ich mal. Okay, dann die Frage, kann trotz der geringen Überdeckung ein bergmännischer Vortrieb erfolgen? Da hatten Sie vorhin schon kurz was zu gesagt. Das wird noch geprüft, glaube ich. Genau, das ist alles Bestandteil unserer Planung. Es wird ein tunnelbautechnisches Gutachten erstellt. Da wird das alles ausführlich geprüft. Es kann sein, dass man dann in den Bereichen geringer Überdeckung besondere Technik anwenden muss. Aber wie gesagt, wir sind noch nicht ganz so weit. Okay, von Georg Händler die Frage von der Agrargesellschaft Groß-Dobritz. Wie sollen wir während der Bauphase unseren Rindern, Traktoren, Hexer, Mähdreschern die abgeschnittenen Wiesenfelder kommen? Wer kommt für die Ernte Futterausfälle auf? Unsere Tiere benötigen Futter, bekommen wir Flächeneigentümer Austauschflächen, damit Geld allein Rinder nicht satt werden. Wo wird der Abraum abtransportiert? In welchem Bereich Groß-Dobritz unweigerlich in Massen entstehen wird? Also ganz konkret die Sorge darum, dass man seine Tiere nicht mehr versorgen kann, dass es eine Einschränkung gibt. Okay, also das ist natürlich Bestandteil der weiteren Planung. Wenn wir dann in der Entwurfsplanung sind oder spätestens zur Ausführung, wird es da ganz konkrete Lösungen geben. Natürlich werden keine Anwohner und auch keine Tiere von einer Versorgung abgeschnitten. Wenn bauzeitlich Straßen gesperrt werden müssen, wird es eine Ersatzmöglichkeit geben, eine alternative Zufahrt. Das werden wir sicherstellen. Sind allerdings jetzt von der Planung her noch bei weitem nicht an dem Punkt, wo sowas geklärt wird. Das heißt aber, Herr Händler kann zum Beispiel über die E-Mail-Adresse sich melden und schon von vornherein sagen, Leute, wenn das losgeht, nehmt Kontakt mit uns auf, mit der Agrargesellschaft Groß-Dobritz, damit sowas, solche Belastungen für die Agrargesellschaft vermieden werden können. Ja, es würde auch helfen, wenn wir dazu bilateral uns mal abstimmen. Also die E-Mail-Adresse ist ja bekannt gegeben hier, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail. Dann schauen wir uns an, welche Fläche das konkret ist, ob es da überhaupt ein Problem gibt. Und dann werden wir auch eine Lösung dafür finden. Okay. Dann eine Frage, wurde die Umweltleitlinie des Eisenbahnbundesamtes angewandt und welche Auswirkungen hat das auf Plan und Bau? Na, hier kann ich noch ganz global antworten. Wir planen natürlich nach sämtlichen Gesetzen und Regelwerken. Wir haben ja schon bei der Bahn ein sehr ausführliches Regelwerk und die Umweltgesetze gelten natürlich für alle. Die Planung erfolgt im Einklang mit allen Richtlinien und Gesetzen. Und insofern kann man die Frage mit Ja beantworten. Gut, ich schaue nochmal, ob es neue Fragen gibt. Ja, es gibt neue Fragen. Warum fokussiert sich die Variantenplanung auf die Anbindung in Oberweinböhler und nicht auf die Anbindung in Niederau mit viergleisiger Fortführung nach Coswig-Radebeul? Mit der Variante wird sowohl das Stadtgebiet von Weinböhler zerteilt, als auch die Nutzung zur NV-Anbindung dauerhaft verhindert, sagt hier ein anonymer Teilnehmer. Jetzt muss man die Frage nochmal sortieren. Warum fokussiert sich die Variantenplanung auf die Anbindung Oberweinböhler und nicht auf die Anbindung Niederau mit viergleisiger Fortführung nach Coswig-Radebeul? Also vier Gleise jetzt am Stück nach Coswig ist natürlich technisch nicht machbar. Die Trasse verläuft ja dort zu einem großen Teil durch bewohntes Gebiet. Wenn wir dort vier Gleise herstellen wollten, würde das natürlich immense Auswirkungen auf die gesamte Bebauung haben. Wie gesagt, wir reden hier ausschließlich von einer Begradigung der Strecke Berlin-Dresden. Also Dresden-Elsterwerda ist die korrekte Bezeichnung, 6248 für die Eisenbahner, die im Bereich Niederau praktisch die bisherige Trasse verlässt, gerade durch den Kockesberg geführt wird und dann im Bereich Böhler wieder auf die Bestandsstrecke einbindet.
Hier gibt es eine Frage, die auch in diese Richtung geht. Müssen denn nicht zuerst die beiden Gleise der Berliner Strecke verlegt werden, bevor die Leipziger Strecke gebaut wird? Reden wir dann pro Strecke von einem Tunnel oder kommen wir dann auf vier Tunnel? Es geht letztlich in die gleiche Richtung. Vielleicht müssen wir das nochmal klarstellen. Also die Strecke Leipzig-Dresden, das ist die alte Strecke Leipzig-Dresden, das ist die, die praktisch östlich verläuft. Die ist von den Baumaßnahmen und von unserer Planung überhaupt nicht berührt. Die bleibt weiterhin so, wie sie ist. Und auch wenn wir hier von der Ausbaustrecke Leipzig-Dresden reden im Rahmen dieses Bürgerdialogs, ist damit praktisch ab dem Abzweig Kottewitz die Strecke Berlin-Dresden gemeint, die ja mit dem Neubau dieser Verbindungskurve Eckwitz-Kottewitz im Jahr 2010 praktisch verknüpft wurde und jetzt von den Zügen der Strecke Leipzig-Dresden genutzt wird. Ich sehe gerade, die Regie blendet gerade die entsprechende Folie nochmal ein. Hier ist das sehr schön zu sehen. Also die Strecke, die eigentliche Strecke Leipzig-Dresden, die heißt auch nach wie vor so von der Eisenbahn. Das ist die linke Strecke, die hier eigentlich nur grau zu sehen ist und von unseren Baumaßnahmen gar nicht betroffen ist. Es ist kein Tunnel geplant, hier machen wir praktisch nichts. Die wird weiterhin genutzt für Regionalverkehr oder eben auch als Ausweichstraße bei Baumaßnahmen. Und was wir begradigen wollen, ist die Strecke Berlin-Dresden, die aber Bestandteil der Ausbaustrecke Leipzig-Dresden ist. Daher kommt vielleicht die Verwirrung. Und die Begradigung erfolgt genau in dem Bereich, wo es hier auf der Karte dargestellt ist, wo der Tunnel eingezeichnet ist, was hier praktisch grün gekennzeichnet ist. Vielleicht ist das an dem Bild noch ein bisschen klarer. Eine Frau Jüschke fragt noch, wann das Planfeststellungsverfahren denn startet. Nach der heutigen Planung etwa 2025. 2025, das heißt also etwa 5 Jahre vor Baubeginn. Okay. Eine sehr konkrete Frage noch von Herrn Gorges. Kann man die alte Bahntrasse als Straße umfunktionieren? Das ist theoretisch eine Möglichkeit. Wir sind in der Diskussion, untersuchen verschiedene Varianten. Ist eine Variante, die theoretisch möglich ist. Theoretisch möglich. Hier eine Frage zu den Ausgleichsmaßnahmen. Wie sieht es mit Ausgleichsmaßnahmen aus? Gibt es da schon Planungen? Nein. Zu früh. Also wird es geben, Ausgleichsmaßnahmen, das ist ja letztlich Bestandteil der Umweltplanung, dass geschaut wird, was haben wir für Umweltauswirkungen, wo müssen Ausgleichsmaßnahmen erfolgen. Aber das ist alles Bestandteil der nächsten Planungsphase. Das heißt, da kann aber auch unter Einbeziehung von Naturschutzverbänden auch noch darüber gesprochen werden, welche Art von Ausgleichsmaßnahmen. Genau, da sind wir auch in Abstimmung. Wir haben auch mit der unteren Naturschutzbehörde bereits Abstimmung geführt. Und Dann eine Frage. Würde der mögliche zweite kleinere Tunnel in offener Bauweise errichtet oder im klassischen Vortrieb? Also wenn diese Variante die Vorzugsvariante werden sollte, wird das ganz klar in offener Bauweise hergestellt. Okay. Weil die Überdeckung ist viel zu niedrig, um dann im klassischen Tunnel im bergmännischen Vortrieb herzustellen. Dann die Frage von Michael. Wo sind dann noch Gleiswechsel auf der Strecke von Kottewitz bzw. Abzweig AZ möglich? Wir bauen direkt vor dem südlichen Tunnelportal praktisch in Niederau eine Überleitverbindung ein. Und dann gibt es ja weiter oben noch. Die Frage von Michael Sachs: Gab es bereits geologische Untersuchungen zum Kockelsberg? Es gibt sehr alte Untersuchungen. Das Projekt hat ja schon eine lange Historie und es gab in den 90er Jahren ja schon mal Pläne, diese Begradigung herzustellen. Aus dieser Zeit gibt es bereits einzelne Baugrunduntersuchungen. Die sind bisher auch Grundlage für unsere Planung gewesen, sind aber nicht ausreichend für die weiteren Planungsphasen. Insofern werden wir dann in Kürze noch vollständige und ausführliche Baugrundsondierungen durchführen. Eine Frage, die sich auf den Betrieb bezieht. Wenn das Projekt VDE 9 fertig ist, werden dann weiterhin auf der ICE-Linie Dresden-Wiesbaden die ICET fahren. Die sind ja nun mal schon 20 Jahre alt. Das ist eine Frage, die ist jetzt wirklich schwer zu beantworten. Wir reden ja hier von der Fertigstellung irgendwann Mitte der 30er Jahre, wenn die letzten Lücken auf der VDE 9 geschlossen sind. Welche Züge dann zu dem Zeitpunkt fahren, das können wir im Projekt nicht beantworten. Okay, hier eine Frage, die schon gestellt wurde und auch schon beantwortet wurde. Nach der Investitionssumme für das gesamte Projekt, die haben da vorhin schon mal so eine etwas vage genau, Zahl also genannt. Genau, nochmal der Hinweis, wir sind ja in der sehr frühen Planungsphase. Natürlich gibt es schon Zahlen, Herr Möbel hat auch vorhin eine Zahl schon genannt. Ich
letztlich valide ist wirklich nur die Aussage, es wird ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag sein. Ob das jetzt 300, 400, 500 sind, das ist einfach das, was wir im Moment nicht genau sagen können und was erst am Ende der Vorplanung wirklich feststehen wird. Dann die Frage, diese im Bau befindliche Brücke liegt doch über der Berliner Strecke, oder? Wie soll denn die neue Trasse die Berliner Strecke kreuzen, steht hier. Ja, hier kann ich nur noch mal auf die Karte verweisen. Wir reden ja von der Berliner Strecke. Also das ist, wir wollen genau diese Berliner Strecke begradigen. Diese Berliner Strecke ist zwischen dem Abzweig Kottewitz und dem Abzweig AZ, also praktisch Coswig, ist die Bestandteil der Ausbaustrecke Leipzig-Dresden. Und die soll begradigt werden. Und im südlichen Bereich verläuft die neue Trasse, also wenn wir hier auf die Karte schauen, anfangs links von der Bestandsstrecke und dann kreuzen wir die Bestandsstrecke nochmal und dann verläuft die neue Trasse gerade durch den Kokosberg. In welchem Zusammenhang steht der Ausbau der Strecke zum Bauvorhaben NBS Dresden-Prag? Also grundsätzlich gibt es jetzt keine echte Schnittstelle, aber natürlich ist diese Maßnahme auch eine sehr gute Voraussetzung für den Neubau der Strecke in Richtung Prag, weil letztendlich der gesamte Verkehr in Richtung Prag auch diesen Abschnitt vorher passiert. Also wenn es einen zweiten Tunnel geben sollte, gibt es dann dort ein Begegnungsverbot der Züge, steht hier von Frau König, nee, von Nikolaus König. Nein, deswegen ist ja unser Plan, diesen zweiten Tunnel maximal 500 Meter lang zu gestalten, damit praktisch beide Gleise in einer Tunnelröhre liegen dürfen. Dann fragt Herr Flügge, in Ergänzung zur Frage in Bezug auf die EBWU und die Leistungsfähigkeit, wird die Blockteile und mögliche Überleitstellen sicher in den weiteren Planungsphasen geklärt? Sind die 200 Kilometer pro Stunde dann einheitlich zwischen den Verbindungskurve DEK und Knoten Rieser in Klammern Elbbrücken möglich? Das ist der Plan. Also genau deswegen wollen wir diesen Abschnitt ja begradigen, weil wir letztlich zwischen der DEK und der Elbebrücke in Riesa 200 km/h fahren wollen. Und wir hatten vorhin gehört, dass es nicht mehr möglich sein wird, mit Dampflokomotiven zu fahren. Richtig. Können dann diese Lokomotiven denn noch fahren? Da schaue ich nochmal zum Herrn Mölke. Ja. Ja, gut. Herr Mölke sagt, diese Lokomotiven dürfen noch fahren. Ist aber nicht gewünscht. Ist aber nicht gewünscht. Okay. Jetzt nochmal ein Blick hier auf meine Liste. Da waren ja eine ganze Menge Fragen eben noch. Wird diese Präsentation gerne auch zum Knoten Rieser noch als PDF-Datei zum Download bereitgestellt, ist die Frage. Das wäre großartig, schreibt hier jemand. Ich gebe das mal weiter an den Herrn Beck, der sich bei uns um die gesamte Öffentlichkeitsarbeit kümmert. Ich denke, da finden wir auf jeden Fall soll ja die Veranstaltung als Stream ins Netz gestellt werden. Und ich denke, das mit der PDF-Datei. Okay, dann gibt es hier noch eine Anmerkung. Die Entwidmung der Bestandsstrecke Freistellung von Bahnbetriebszwecken gemäß § 23 AEG ist in der Regel erst nach erfolgtem Stilllegungsverfahren § 11 AEG möglich. In Bezug darauf muss die Bestandsstrecke zunächst gemäß AEG § 11 zur Übernahme, Verkauf, Verpachtung ausgeschrieben werden, steht hier. Ja, das ist richtig. Das ist ein Prozess, der steht uns spätestens in der Großplanung oder im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens bevor. Aber hier ist es ja so, dass wir nicht in Gleis stilllegen wollen, sondern wir bauen ja quasi einen Ersatz an der Stelle, sodass wir diesem Verfahren relativ gelassen gegenüberstehen. Okay. Wird also kein Problem sein. Dr. Eberhard Bröhl aus Coswig fragt, ich habe leider den Anfang nicht verfolgt. Ich halte den Tunnelbau für eine große Verschwendung von Volksvermögen. Wozu muss an dieser Stelle ein Tunnel für Millionen errichtet werden, wenn die DB selbst große Schulden hat und der Bund als Eigner der Bahn in der heutigen Situation auf die Jahre große Finanzmittel abzuzahlen hat. Die Zeitgewinnung ist doch vernachlässigbar. Gut. Schreibt der Herr. Ja, mein Chef Herr Mölke meldet sich gerade und möchte die Frage dann beantworten. Okay, bevor wir Herrn Mölke für diese Frage nach vorne holen, noch die Frage an Sie von Herrn Gorges. Wird auch nachts gebaut? Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr detaillierte Frage, die man eigentlich jetzt in der Planungsphase noch nicht beantworten kann. Da ich aber selbst schon mal eine Tunnelbaustelle erlebt habe, kann ich sagen, natürlich will man den Tunnel möglichst kurz bauen und nicht viele, viele Jahre. Deswegen wird bei einer Tunnelbaustelle gewöhnlich immer rund um die Uhr gearbeitet. Ja.
Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich bestrebt, die Auswirkungen, die Lärmemissionen, die Erschütterungsemissionen so weit wie möglich zu minimieren. Und das ist auch Bestandteil der weiteren Planung. Okay, also es ist damit zu rechnen. Ute Schreiber Würdig fragt, wird die Umgebung des Sportplatzes in Groß-Dobritz beeinträchtigt? Gibt es Schlangen? Da gibt es Schlangen und andere Reptilien, schreibt Frau Schreiber Würdig. Also die neue Trasse verläuft ja so weit weg, dass ich da keinen Konflikt sehe. Ansonsten hatte ich es ja schon erwähnt, wir werden ja in Kürze eine Kartierung durchführen, wo genau diese Schlangen dann auch gesichtet werden sollen. Ich glaube aber nicht, dass die in der Entfernung überhaupt eine Relevanz haben. Insofern aber eine wichtige Information, die Sie auch berücksichtigen werden. Genau. Dann die Frage von Elisabeth Jüschke. Gibt es neben der Vorzugsvariante weitere Varianten, die geprüft werden? Für die Streckenführung. Na, ich hatte es schon erwähnt. Also einmal haben wir als Bestandteil der Vorplanung ja auch den Ausbau der Bestandsstrecke untersucht. Haben das nicht zur Vorzugsvariante gekürt, weil wir eben da diesen Fahrzeitgewinn nicht realisieren können. Und weil hier trotzdem erhebliche Investitionen zu tätigen wären. Also im Prinzip müsste die gesamte Bestandsstrecke praktisch neu gebaut werden. Das wäre also auch ein Neubauprojekt mit noch dazu einem Kilometer zusätzlicher Länge gegenüber der Begradigung. Dann haben wir natürlich auch bei der Wahl der Vorzugsvariante viele Varianten geprüft, haben da versucht, auch allen Aspekten gerecht zu werden. Wir haben ja sehr, sehr viele Zwangspunkte. Wir müssen im Norden und im Süden an den Bestand anbinden. Wir haben in der Höhe sehr viele Einschränkungen. Ich hatte es im Vortrag schon erwähnt, der Tunnel darf in eine minimale Neigung von 4 Promille nicht unterschreiten als Längsneigung. Er darf aber auch eine maximale Neigung von 4,9 Promille nicht unterschreiten, damit wir keine neue Grenzlasteinschränkung für die Güterzüge erzeugen. Insofern waren höhenmäßig die Spielräume unglaublich begrenzt. Dann haben wir, was die Trassenführung angeht, natürlich sehr enge Grenzen durch die Geschwindigkeit von 200 km/h. Haben da viele Varianten geprüft und letztendlich, wie es auf der Karte eigentlich auch naheliegend ist, sind wir dabei immer wieder bei der geradlinigen Streckenbegradigung herausgekommen. Gut, ich danke sehr herzlich. Wir haben es tatsächlich, die Zeit ist verflogen, schon 19.32 Uhr. Trotzdem möchte ich Herrn Mölke noch die Gelegenheit geben, uns sozusagen ein Schlusswort auf die Frage von Dr. Brühl in Bezug auf die Investition zu geben. Sie sind da kurz schon drauf eingegangen, aber herzlichen Dank. Wir geben Ihnen noch eine Gelegenheit, Herr Mölke, ganz kurz zu Dr. Brühl Stellung zu nehmen. Und dann kommen wir tatsächlich zum Ende und verabschieden uns. Die Fragen, meine Damen und Herren, die noch nicht beantwortet sind, finden Sie Ihre Fragen und die Antworten dazu im Bauinfoportal der Bahn. Die E-Mail-Adresse ist Ihnen genannt worden, der Link ist Ihnen genannt worden. Sie können sich gerne dort weiter informieren und auch weitere Hinweise geben. Und Herr Möcke, jetzt nochmal zu dieser Frage, ist das nicht Geldverschwendung? Nein. Okay. Ganz klares Nein. Warum? Ich meine, es ist eine ganz selbstverständliche und absolut legitime Frage. Lohnt es sich, Geld auszugeben und auch so viel Geld auszugeben für eine ganz konkrete Maßnahme? Und da muss ich sagen, sollten wir mal einen Schritt zurückgehen und nochmal die Grundlagen beantworten. Also wir haben als erstes mal ein Projekt, das ist schon sehr alt, von 1992, das hat Gesetzescharakter und das wird seit vielen, vielen Jahren umgesetzt. Das ist für uns auch und für unseren Finanzierer, den Bund, verpflichtend. Zweitens, wir haben ein Raumordnungsverfahren in diesem Bereich gehabt. Das ist in den 90er Jahren gelaufen. Das ist, glaube ich, 1996 abgeschlossen worden. Und in diesem Raumordnungsverfahren hat man bereits diese Grundtrassierung vorgegeben und als Ergebnis einer Raumanalyse definiert. Und das war auch die Voraussetzung dafür, dass im Jahr 2000 die Verbindungskurve von Leckwitz nach Kottewitz, also die eine Strecke, die schon so über die grüne Wiese geht, gebaut worden ist. Und jetzt ist die Fortsetzung der Trassierung und der Gradiente durch einen Tunnel faktisch die Fortsetzung und eigentlich die Auflösung dieser ganzen Planung. Und es wäre ja sogar eine echte Geldverschwendung, wenn man den einen Teil des Projektes gemacht hat, und zwar die Verbindungsspange zwischen den Strecken Leipzig, Dresden, Berlin, Dresden, und dann die Fortsetzung nicht machen. Also wir lösen jetzt eigentlich mit dieser Planung etwas auf, was in den 2000er Jahren begonnen wurde. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung ist, das Projekt dann auch konsequent abzuschließen. Denn nur dann wird auch die Wirksamkeit
dieser eingeleiteten Maßnahmen der vielen Investitionen auch wirklich gehoben. Und wir wollen die Fahrzeit verkürzen, vor allen Dingen für den Personenverkehr zwischen Dresden-Berlin und Dresden-Leipzig. Und wir werden damit auch einen wirksamen Beitrag leisten zur Energieeffizienz und auch für unser Thema starke Schiene. Denn wenn wir weiterhin nur an der Altstrecke festhalten, die unsere Vorfahren ja mal angelegt haben, weil sie noch keine Möglichkeit hatten, durch den Berg durchzubauen, weil das einfach zu aufwendig ist. Man damals außen um den Berg herum hat damals viele mehr Kilometer in Kauf genommen, nach einer Landschaftszerschneidung in Kauf genommen. Wenn wir das heute korrigieren können, ist das, glaube ich, der richtige Weg. Und es bleibt natürlich berechtigterweise immer die Frage, muss das sein? Ich glaube, ja, auch wenn sich nicht unbedingt jeder dieser Meinung anschließen muss. Dankeschön, Herr Möger. Herzlichen Dank für diese engagierten Worte. Und meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie so geduldig, so lange dabei geblieben sind. Über 120 Personen waren heute bei unserem Bürgerdialog dabei. Wichtige Informationen wurden gegeben, viele Fragen wurden gestellt. Der Prozess ist eigentlich erst noch am Anfang, haben wir gerade gehört. Und ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen, vielleicht dann irgendwo vor Ort mal live und in Farbe. Und ich freue mich, Sie dann zu sehen. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.